kenne den Zauberweltmeister von Naheem Sky. Heute eine ganz besondere Reaction, die einmaligste auf meinem Kanal, weil zum ersten Mal war ich bei so einem Video beim Dreh mit dabei und kann euch nicht nur was zum Video selbst sagen, sondern kann euch auch erzählen, was behind the scenes so abging und so weiter. Heute wirklich die heftigste Folge ever. Ich sehe sie ja jetzt im Prinzip zum zweiten Mal, denn ich habe sie ja einmal live vor Ort gesehen. Ich bin super gespannt, wie es jetzt für mich ist, das auf Video zu sehen. Schnacken wir gar nicht mehr lange. Wir starten sofort rein. Nur eine letzte Info. Ganz wichtig, ganz einmalige Aktion in unserem Somnium Shop. Es gibt zum ersten Mal in der Geschichte von Somnium Cards alle Somnium Decks, die wir gerade auf Lager haben, nicht Deck des Monats, dass die durchrotieren, alle Decks gleichzeitig mit 15% Rabatt. Das ist unsere Vorweihnachtsaktion, geht bis Weihnachten, selbst am 23. könnt ihr da noch bestellen. 15% Rabatt auf alle Somnium Decks, die wir gerade noch auf Lager haben. Das heißt, ab der Prestige Edition alle Decks. Checkt das Ganze aus, somniumcards.de/shop, da findet ihr dann alle Decks. Und jetzt schnacken wir nicht mehr lange, wir starten direkt rein. Boom, Leute. Mein Name ist Naheem Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, ich bin sehr, sehr gehypt, denn wir haben heute eine sehr besondere Folge für euch, nämlich erkenne den Zauberweltmeister. Das heißt, es geht heute quasi um die Elite der Eliten. Das heißt, die Besten der Besten haben wir heute hier, die uns davon überzeugen werden, dass sie echte Zauberweltmeister sind. Das heißt, ihr müsst vorstellen, wir haben heute hier einfach den Besten der Welt. Komplett geisteskrank. Wir haben geisteskranke Zaubertricks. Also es ist so eine geile Folge geworden, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht was rum. Wie ihr wisst, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern ich habe mir natürlich Experten eingeladen, die mir dabei helfen sollen, heute den echten Zauberweltmeister zu erkennen. Und werden auch gleich noch eine Erklärung bekommen, worum es genau geht, was heute hier stattfinden wird, alles drum und dran. Aber ich würde sagen, wir schnacken erstmal gar nicht was rum, sondern bitten erstmal unsere Special Guests einmal bitte rein! So, jetzt kommt erstmal die Jury eingelaufen. Nein! Sammy, so ein Ehrenmann. Okay, ich muss direkt anfangen mit Behind-the-Scenes-Gelaber. Ihr werdet gleich sehen, warum ich überhaupt dort vor Ort war. Aber ich kam dort an und der erste Juror, der schon anwesend war, war eben Sammy. Kurz vorgestellt, kennengelernt, bla bla. Mich gefragt, was meine Rolle hier ist. Ich kurz erklärt, Zauberer, bliblablub. Und er war so, aha, Zauberer. Holt so eine Karte raus und fängt erstmal an. Ey, guck mal hier, ich kann auch. Er haut direkt raus. Und dann haben wir festgestellt, er hat wahrscheinlich vor tausenden von Jahren mein altes Tutorial geguckt. Das ist aus 2015, glaube ich. Boah, ich war so jung. Ja, schon witzig. Die Welt ist klein, ey. Oh mein Gott. Und das ist Koda. Koda hat wahrscheinlich das krasseste Zimmer aus der ganzen Influencer-Branche in Deutschland. Der hat nämlich alles voll mit Spinnen, Schlangen und was weiß ich, Alter. Ich glaube, das war so vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren irgendwie so. Da habe ich ihn mal auf Twitch geradet gehabt. Da hatte er gerade irgendwie 10 Zuschauer oder so. War gerade so am Anfang, das ist so mit Streaming angefangen. Das weiß ich noch ganz genau. Jetzt ist er einfach Megastar. Sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Und bei Koda war das so, er hat so geguckt, hey Sammy, zeig mal. Und Sammy war so, ja, hier, guck mal, zack. Ja, ja, schau mal. Und Koda war so, hä, mach du mal. Und dann hatte ich das gleich mit ein paar mehr Karten gemacht und eine nach der anderen hergezaubert. Und Koda war so, hä, zeig mal, wie machst du das? Habe ich ihm das so gezeigt. Er legt direkt los. Direkt 10, 20 Karten, bam, bam, bam. Also beide hatten richtig, richtig Bock. Deswegen, das war die perfekte Jury für diese Folge. Oh mein Gott. Servus, Bro. Wie geht's dir? Alles gut? Servus. Geil, Alter. Heute Poker, oder? Bruder, wir haben heute das... Alter, seht ihr dieses Bild? Einmal alle Somnium-Decks, die es gibt oder jemals gab. Und auch noch ganze Brickboxen hier. Was ist da denn los? Aha. Krasseste vom Krassesten. Wir die beste Folge? Heute die krasseste überhaupt. Wir drehen heute, erkenne den Zauber-Weltmeister. Es wird sehr, sehr krass, weil ich meine, die Folgen davor waren schon krass, aber das waren meistens so Tricks, die man ja schon kennt, beziehungsweise die kann man sich irgendwo aneignen, so. Aber das sind jetzt komplett 100% eigene Tricks. Boah, Digga. So, und um nochmal zu zeigen, wie krass Zauberweltmeister eigentlich wirklich ist, wird uns der Matthias ganz kurz erklären, worum es heute geht. Okay. Der Matthias, so heißt auch ich. Okay. Deswegen würde ich sagen, bitten wir Matthias einmal. Bitte! Bitte rein! Steht da. Das Fass.
Ja, das war so komplett spontan. Ihr seht jetzt also, warum war ich überhaupt anwesend? Naja, die Folge ist, wie ihr seht, sponsert bei Somnium Cards. Ja, erster Link in der Beschreibung. Die besten Kartendecks hier 15% günstiger bekommen. Bam. Also, wir haben die Folge gesponsert und wurden eingeladen. Ey, kommt doch gerne mit vorbei. Schaut euch den Dreh an. Dann könnt ihr direkt so ein bisschen mitbestimmen. Hier, vielleicht sollen die Decks lieber so liegen und so in der Kamera zu sehen sein und so. Also, Hai und ich haben hier einfach so die Brickboxen und die einzelnen Decks so hingelegt und haben den Dreh so ein bisschen mitbegleitet. Und dann kam die Jury rein und wussten selber noch nicht so ganz, was passiert hier heute, was ist hier heute los. Und der das ganze Ding hinter den Kulissen organisiert, einer vom riesen Team von Nahim, nämlich der liebe Ahmed, der ist auch selbst Magier und organisiert so diese ganzen Folgen, erkenne den, weil die Juroren, die drei, dürfen ja natürlich nicht wissen, wer da vor Ort ist. Das heißt, wer anders muss das organisieren, damit die raten können, wer ist denn der Weltmeister, ne? So, und das macht Ahmed, absoluter Ehrenmann, richtig korrekter Dude. Und der Ahmed meinte dann so, ey, Matti, kannst du den vielleicht einmal kurz erklären, warum das heute überhaupt hier so was Besonderes ist, ne? Dann hatte ich die kurz einmal so ein bisschen eingeweiht und die waren so, warte, Matti. Eigentlich ist das voll cool auch fürs Video, weil wenn wir das nicht wissen, was das ist mit Zauberweltmeister, dann weiß es die Community ja auch nicht. Bevor du jetzt weitersprichst, wollen wir das vielleicht einfach aufnehmen fürs Video? Und da war ich so, ja, okay. Mir war nicht bewusst, dass ich vor der Kamera stehen würde, vor seiner Millionen-Community. Mein Bart war nicht gemacht, meine Haare. Ich sah halt aus wie der letzte Penner, weißt du? Aber okay, gut. Kein Problem. Ich erkläre es euch gerne. So, und dann stellte ich mich draußen vor das Tor hier und stand da und habe erstmal gewartet. Okay, die waren so, ja komm, wir nehmen das nochmal auf, diese Anmoderation und sagen dann, Matti kommt jetzt rein. Und dann geht das Tor auf und du kommst. Und ich war so, okay. Und dann stand ich da so und steh. Mein Handy drinne gelassen. Heißt, ich stehe so, Und irgendwann ging es halt auf, ne? Und ich war so voll überrascht davon, ne? Und ich, okay, mein Einsatz. Stehe ich da so? Oder war mein Einsatz? Okay, gut, Abfahrt. Noch mal einmal einen Applaus. Oh, ich bin so froh. Ja, guck mal, da sieht man's, ja. Die Haare viel zu lang, Seiten auf Intelligenz bei mir. Auf selbstverliebt, Bart nicht gemacht. Junge, ich sehe so ungepflegt aus hier. Aber ich bin voll happy. Die haben mir einen riesen Gefallen getan. Ich habe es jetzt nicht extra gefragt, aber die haben es gemacht. Und zwar, wie ich reingelaufen bin, war so unangenehm, weil das war so, Tor geht auf. Okay, komm mal rein. Und die laufen so mit der Kamera, ne? Und ich laufe so und die Kamera ist literally so nah an meinem Gesicht, ja? Also die Kamera ist wirklich so 20 bis 30 Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Freunde, kurze Frage an euch. Stellt euch vor, eine Kamera ist direkt vor eurem Gesicht. Wie lauft ihr und wo guckt ihr hin? Ich war halt so, okay, gucke ich jetzt zur Jury, aber ich weiß, wenn ich so direkt an der Kamera vorbeigucke, ich zeig's euch mal, wenn man so ganz nah dran ist so, und so an der Kamera in die Ferne vorbeiguckt, das sieht so aus, als würde man so ultra schielen, wisst ihr? Guck mal, jetzt schiele ich so mega. Ich war so, okay, gucke ich jetzt zur Jury? Nee, gucke ich in die Kamera? Nee, auch doof, weil die ist ja so nah, ich kann auch nicht... Das war so cringe. Und die haben es rausgeschnitten, zum Glück. Guck mal. Ich stehe hier, jetzt gucke ich zur Jury. Und jetzt ist die Kamera in meinem Gesicht. Ich war so, okay, gucke ich doch in die Kamera. Wo gucke ich hin? Zur Jury? Egal. Weggeschnitten. Puh, dodged a bullet right there. Noch einmal ein Applaus für Matthias. Hi. Wir haben heute was ganz Besonderes vor. So etwas habt ihr noch nicht gehabt, denn heute wird Erkenne den Zauber-Weltmeister gespielt. Okay. Ihr fragt euch vielleicht... Okay, das waren doch meine Hände, Digga. Vielleicht Zauber-Weltmeister, was hat es damit auf sich? Ah, was ich vergessen habe zu sagen, das war so cool. Die drei haben sich hingesetzt. Wir hatten hier nur so die Karten hingelegt. Wir haben jetzt nicht gesagt, ey, nehmt jetzt mal die Karten, haltet die ganze Zeit in die Kamera oder so, ne? Aber, und das ist das Coole an unseren Somnium-Cards, das ist halt so ein Produkt, das nimmst du direkt in die Hand und willst direkt spielen damit, ne? Du willst direkt loslegen. Alle drei haben sich so direkt ihr Lieblingsdeck rausgepickt. Koda fand das Zero-Edition-Deck ganz cool, weil er hat hier selber Schwarz und Silber an. Das passt natürlich perfekt zu seinem Style. Sammy war in der Galaxy Edition voll dran und für seine kleine Tochter hat er noch Joy Edition Decks eingepackt. Nahim hatte die Prestige Edition und die haben halt die Karten so in die Hand genommen und direkt rumgespielt die ganze Zeit. Voll cool. Achtet mal gleich die ganze Folge über drauf. Spielen die ganze Zeit mit den Karten. Wirklich, dieser Dreh ging ja stundenlang, ne? Also dieses 1 Stunde 13 lange Video ist ja nur Highlights zusammengeschnitten, aber eigentlich ging das den ganzen Tag der Dreh. Die Karten waren am Ende des Tages. Das haben wir zum Schluss gedreht, wohlgemerkt. Und die Karten waren immer noch wie neu. Somnium Cards, ihr wisst Bescheid, beste Qualität. So, jetzt, Matti, erklär mal. Es gibt alle drei Jahre eine Weltmeisterschaft für Zauberer. Das wird veranstaltet von der FISM. Das ist so für uns Zauberer das, was für die FIFA, für Fußball die FIFA ist. Weißt du, also der Zauberverband international. Und alle drei Jahre gibt's... Witzig, dass sie dabei Cardistry-Szenen reinschneiden. Da eine Weltmeisterschaft in verschiedenen Kategorien. Mentalmagie, Kartenmagie, Comedy und so weiter. Und da kann man gewinnen. Und um dort teilnehmen zu dürfen, muss aus jedem Land erst einmal
die Meisterschaft gemacht werden. Das heißt, alle, die hier heute da sind, ja, alle, die sich bei dieser FISM qualifizieren wollen, müssen erstmal im eigenen Land gewinnen oder zweiter oder dritter Platz sein. Das heißt, wer aus dem deutschsprachigen Raum bei der FISM ist, gehört nun mal zu den Besten in Deutschland, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum. So ein Ding ist das. Nein. Das heißt, heute seht ihr die Creme de la Creme, die besten Zauberer überhaupt, die wir hier im deutschsprachigen Raum haben. Das ist jetzt alles, was ihr vorher gesehen habt an Zaubertricks. Das waren Tricks, die man beispielsweise einkaufen kann oder von anderen lernen kann. Heute kommen Leute und stellen Nummern vor, die sie selbst entwickelt haben. Genau, und da sieht man so ein bisschen mal, was für ein krasses Team eigentlich hinter den Kulissen ist. Wir haben, habe ich mir sagen lassen, glaube ich, 7 Cutter oder so. 2, 3, 4 Kameraleute waren vor Ort. Ein eigener Tontechniker, der die ganze Zeit nur drauf geachtet hat, dass alle Mikros und alle Pegel gut gepasst haben und so. Richtig krass, Riesenteam. Ich weiß nicht, ob ich das selbst könnte. Ich habe da riesen Respekt vor gehabt. Das war so, alles war schon, die ganze Arbeit war schon gelaufen. Ja, Stunden über Stunden waren schon an Arbeit reingeflossen in dieses Projekt. Und dann kamen erst Nahim und Co. für den Dreh, haben gedreht und sind gegangen. Richtig krass. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Diese Creative Control komplett abgeben, sich zu 100% drauf verlassen. Da ist der Ahmed, der das alles organisiert. Es wird schon mega nice sein. Boah, Respekt auf jeden Fall. Nahim, du hast da ein richtig fettes Team aufgebaut. Ich habe mega Respekt vor euch. Haben die Creme de la Creme, die Besten der Besten. Das ist wirklich eine Besonderheit, dass die alle auf dem Haufen sind und für euch zaubern. Und Eben. Normalerweise musst du für so eine Galashow einen Haufen Geld bezahlen. Und das findet so selten statt, dass wirklich die Besten der Besten zusammen eine Show machen. Und die haben es jetzt hier einfach so kostenlos fürs Video bekommen. Also wirklich, das ist wirklich eine Besonderheit, was jetzt kommt. So, jetzt genug aufgehalten, jetzt let's go. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei. Oh mein Gott, Jungs, Alter. Ehrlich, geil, ja. Ey, ich freue mich so. Ich freue mich Digga, so ich krass. Muss ehrlich sagen, Nahim, ich bin schon seit kleiner Junge ein Fan von Zauberei gewesen. Ja. Ich habe mir damals sogar immer Tutorials angeguckt, wie man Karten verschwinden lässt. Beziehungsweise nicht der hier, sondern der da. Guck mal, wie viele Karten hast du heute hier, Kollege? Ja, was ist Bro, das denn, ja? Das ist halt auch das Ding. Ich muss sagen, ich bin ein richtiger Fan von Somion Cards. Ich finde, es sind die geilsten und hochwertigsten Kartendecks überhaupt. Vor allem das Ding. Sind sie, Nahim, da hast du absolut recht. Das auch. Ich bin so, kennt ihr das, wenn normalerweise Zauberer kommen und die präsentieren so Kartentricks? Ich finde es immer so ein bisschen, wenn ich dieses langweilige Kartendeck schon sehe, denke ich mir schon stimmt. So, kennt man schon. Aber würde jetzt jemand mit so einem Kartendeck kommen, würde ich mir direkt denken, dann so, weißt du, der ist oh shit. Gell? Absolut korrekt. Verstehst du? So, was kommt jetzt? Was kann ich erwarten? So nach dem Das ist jetzt nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir haben denen kein Skript gegeben oder so. Normalerweise für ein Placement, ich bin selbst Content Creator, Influencer, nennt's wie ihr wollt. Ich habe ja selbst Placements. So, normalerweise kriegst du ein Briefing, du kriegst ein Skript. Das und das soll angesprochen werden. Do's und Don'ts und so weiter. Das haben wir alles nicht gemacht. Wir haben gesagt, Jungs, hier sind die Karten. Probiert die selbst aus und dann sagt einfach frei Schnauze, was ist euch so aufgefallen zu den Karten. Ne? Dass ihr es wisst, hier sind so verschiedene Editions, für jeden ist was dabei, so verschiedene Looks, aber sagt bitte so vom Herzen, sagt bitte, was ihr wirklich ehrlich denkt über die Karte. Das ganze Ding, was ihr jetzt hört, und deswegen, ich habe Gänsehaut gerade, wenn ich nur dran denke, das ganze Ding, was die jetzt sagen, das kommt einfach von Herzen, das ist deren ehrliche Meinung, nachdem sie jetzt so den ganzen Tag mit den Karten rumgespielt hatten. Also alles, was Nahim jetzt hier sagt und Sammy und Koda, das ist wirklich 100% authentisch und das war uns so wichtig und ich finde, das ist wirklich Gold wert. Verstehst du? So, was kommt jetzt, was kann ich erwarten, so nach dem Motto, weißt du? Das ist schon sehr, sehr nice. Welche findet ihr so am schönsten? Also Bruder, ich sag dir ehrlich. Die goldenen, die du da hast und die schwarzen hier. Ich werde mir alle einpacken, Bruder, ja? Ich hab mitbekommen, was sind so eure Favorites? Das soll so für Beginner sein, für Leute, die so gerade... Genau, Standard Edition, kostet nur 7,99. Erst reinkommen, das ist das Set gut. Und dann gibt's noch was... Was für Feinschmecker. Das nehme ich mit für meine Tochter, damit sie muss auf jeden Fall Trickbetrügerin werden. Ich finde auch geil, dass es so viele verschiedene gibt, ne? Vor allem sowas hier auch so Science-Fiction-mäßig. Ja, das ist Cyberpunk, Bruder. Cyberpunk, sieht man doch, Bruder. Cyberpunk. Bruder. Geil, Digga. Geil, Digga, ehrlich. Vor allem, es ist so hochwertig, ne? Das darf man auch nicht, das darf man nicht unterschätzen. So, denkt mal an herkömmliche Kartendecks und jetzt checkt mal die ab, bitte. Bruder, geisteskrank, guck mal bitte. Man lernt die Tricks dadurch auch schneller, wegen der Qualität halt einfach, weil man nicht mehr Dreck arbeitet. Das ist das Ding. Absolut richtig. Ich lese es immer wieder und es ist so cool auch, dass ihr da immer wieder Feedback gebt. Ich bin wirklich unglaublich stolz auf die Marke, weil es ist kein Schmutzprodukt, kein ey, ich bin Influencer und hau mal eben irgendwas raus und hier bitteschön, sondern es ist wirklich über Jahre und mit ganz viel Expertise beste Qualität, die Karten haben können und ihr merkt es einfach. Ich krieg das Feedback von euch auch. Fängt schon an, so bei den Basics, ja, beim Riffle Shuffle. Krass, das funktioniert einfach viel besser, wenn man hochwertigere Karten benutzt und nicht so Billo-Plastikkarten, wo die immer nur so klümpchenweise runterfallen. Das kennt ihr vielleicht. Deswegen, da hat Koda schon absolut recht, auch
das hat er sehr gut beobachtet, weil er ja auch selber die ganze Zeit geübt hat mit den Karten. Er war so an der Backpump Production voll angefixt. Deswegen unbedingt ganz wichtig für Zauberer und auch für Cardis. Cardis. Wisst ihr, was Cardis sind? Das sind Leute, die so ein bisschen Mischen, Tricks machen und so. Genau, Geschichten. Genau, solche Leute. Und für solche so ein bisschen Mischen, Tricks machen, guckt euch das deswegen an. Deswegen unbedingt eine Empfehlung von mir. Vor allem, besonders jetzt gerade, gibt es die krasseste Aktion, das gab es bisher noch nie. Ja. Absolut richtig. Weil normalerweise gibt es von den limitierten Decks, die releasen immer so ein pro Monat und so. Immer so ein Drop. Und gerade jetzt sind alle verfügbar. Oh. Und es gibt eine Aktion, die hatten die noch nie. Es gibt nämlich gerade 15% Rabatt. Auf alles? Mhm. Boah, das ist heftig. Kann man damit auch so Poker spielen und so? Ja, safe, kannst alles damit machen. Krass. Das halt das. Und das ist auch so cool, das war mir auch wiederum so wichtig und finde ich so wertvoll. Die sind nicht Zauberer oder Cardis, die sind nicht hardcore da drinne. Ne? Was sagt ein Laie, der jetzt nicht Stunden über Stunden die Karten in der Hand hält und es genau so mischt hier? Was sagt jemand, der nicht so ein Freak ist wie wir? Was sagt der über unsere Karten? Und das wirklich einfach Gänsehaut. Ich stand ja, während die hier sprechen, man sieht das jetzt nicht, aber ich stehe ja die ganze Zeit am Tisch und schaue denen dabei zu und höre denen dabei zu. Ich habe so Gänsehaut gehabt die ganze Zeit, wirklich. Das Geile. Weißt du, es ist nicht nur für Zauberer, sondern wenn ihr jetzt am Pokerspielen seid oder so, ich finde, es kommt direkt viel, viel cooler, wenn wir jetzt so am Pokerspielen wären, wenn wir so solche Kartendecks hätten, oder? Krass, sagt ehrlich, natürlich ohne Geld, aber so wäre krass, Bruder. Genau. Ehrlich, ja? Safe, Digga, ja? Geil. Heftig. Was sagst du denn dazu? Freut mich, dass unsere Karten euch gefallen, auf jeden Fall. Ja, das absolut, das ist das Krasseste überhaupt, finde ich. Ja, es ist so für jeden was dabei. Die gehören dir? Das ist, genau, das ist meine Marke. Hier, ich trage die auch. Trägt er hier den Hoodie? Fällt das auf, dass das meine Marke ist? Mitnehmen dann. Kann ich hier alles? Das Ding ist, meine fette Wampe verdeckt das jetzt hier, aber hier hinter mir sitzt auch noch Hai. Hai war auch noch anwesend, gleichzeitig beschäftigt mit seiner zweiten Firma, mit Uwu. Das war hier Tage vor dem Launch. Hai komplett, ich glaube, 3 Wochen am Stück nicht mehr geschlafen. Saß da so wie so ein Zombie. Oh, Bro, kannst du denen das erklären? Ich kann nicht mehr. Oh, Hai tat mir so leid, ey. Räumt mal ab. Jawohl, geil. Da sah man ihn. Für 3 Frames sitzt er da und ist selber am Schaffeln hier. Sieht man doch ganz genau. Guck mal, Backdrop macht er hier. Geil. Ja, dürfen wir wirklich bald? Ich hab Nachschub für euch dabei, ihr könnt alles machen. Geil, Alter. Ich hab meinen gefühlten halben Privatbestand an Somnium-Cards mitgebracht. Die haben sich alle komplett bedient und sich gegenseitig die Augen ausgekratzt, wer die Karten kriegt. Das war so witzig. Selbst die Kameraleute, so alle vom Team, alle zack, 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 zack. Sau cool. Ich bin mit leeren Händen wieder nach Hause gefahren. Das war schon krass. Digga, korrekt, ehrlich korrekt, Digga. Dankeschön. Ja. Was zeichnet die Karten noch aus? Haben die irgendwelche Feeds? Gibt es irgendwelche... Die Qualität der Karten ist darauf ausgelegt, die sind langlebiger. Vielleicht kennt ihr das, ne? Wenn du so Pokerabend oder so, du packst die Karten aus und zerknittert, genau, alles. Genau, halbe Stunde gespielt, sieht aus wie Klopapier. Ja, safe. So. Vor allem bei mir ist das so schlimm, ich kann nicht ruhig sitzen und ich spiele immer damit rum. Genau. Und danach sehen die aus wie Scheiße. Aber die gehen beim Biegen auch zurück irgendwie. Genau, also die biegen in sich der normalen zurück. Form das ist wirklich die beste, wir stellen beim besten Kartenhersteller der Welt her, ist die beste Qualität, die Karten haben können. Geil. Deswegen, die sind langlebig, elastisch und für Zauberer, aber auch einfach so zum Zocken, ist auch cool. Heftig, ja. Merkt man. Vor allem, guck mal, wie lange ich die jetzt schon in der Hand hatte. Und Ja, also das weiß man jetzt nicht. Das Video geht erst 7,5 Minuten, aber die hatten die Karten jetzt schon 5 oder 6 Stunden in der Hand, ne? Ja, Spiele und du siehst nix so, ne? Safe. Hey, freut mich voll. Cool. Richtig nice. Deswegen checkt das unbedingt aus über den ersten Link in der Videobeschreibung. Richtig nice. Wie gesagt, denkt dran, einmalige Aktion, gerade für einen begrenzten Zeitraum gibt es 15% auf alles. Gab es noch nie. Und ich bin hyped. Ja, passend zu der Folge. Deswegen würde ich sagen, ich bin so gespannt auf... So, und jetzt haben wir schon... Boah, wie lange? Ich weiß nicht, wie ich es nachher zusammenschneide, aber wir haben jetzt schon 25 Minuten gedreht. Wir sind doch beim Intro. Das wird eine lange Reaction, Freunde. Schnappt euch was zu trinken. Ich mache mir einen Holy Gorilla. Und ihr wisst, selbst da könnt ihr sparen mit dem Code MATTI5 auf eure erste Bestellung. 5€ Rabatt und dann mit dem Code MATTI10 10% Rabatt auf jede weitere Bestellung. So, jetzt, los geht's. Auf die Zauberer ich jetzt, auch, ne? Digga, ehrlich, Bruder. Okay, dann würde ich sagen, schnappen wir gar nicht was rum, oder? So, mit unserer Zauberer. Einmal bitte rein! Oh Mann, ich habe so viel zu sagen. Okay, Einleitung für die Zauberer. Das ist Jan Juro. Jan Juro habe ich tatsächlich vor 3 Jahren mal eine Show gesehen in Bad Nauheim. Das war gerade zu Hochzeiten der Corona-Pandemie, wo gefühlt keiner sich getraut hat zu irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen. Wir saßen da mit gefühlt irgendwie 20 Leuten oder so und der spielt normalerweise vor sehr viel größerem Publikum. Es waren halt nur so Omis und Opis da und ich war so einer von den einzigen jüngeren Leuten so. Das heißt, für einen Zaubertrick, wenn er wen brauchte, der nach vorne auf die Bühne kam, um mitzuhelfen, hat er halt immer mich nach vorne geholt. Zu dem Zeitpunkt wusste er nicht,
nicht, dass ich selbst Zauberer bin, aber ich wusste natürlich perfekt, wie ich mich verhalten muss für bestimmte Tricks oder für bestimmte Prinzipien, sodass ich ihm den Trick nicht schwieriger mache, sondern es ihm so ein bisschen einfacher machen konnte, weißt du? Und dann nach der Show erst hatte er so gecheckt, ach so, ach, das ist der Matti-Typ, ah. Deswegen, das war sehr lustig. Und Jan hat sich hier bei dem Dreh an diese eine Show von den Hunderten, die er so spielt, an die eine Show, hat er sich sogar noch erinnern können und meinte, Matti, du bist bei meiner Show gewesen in Bad Nauheim vor 3 Jahren. Super lustig. Aber ja, Jan Juru, unglaublich talentierter Mentalmagier. Den brauche ich nicht vorstellen, den kennt ihr. Eine Augenweide, oder wie Pocahontas sagen würde. Großmutter Weide, ich muss mit dir sprechen. Guten Morgen, Kind. Ja, Mark Weide, genau. Und der Schmilius Continius, der Professor of Magic Miles Pitwill, a.k.a. der Ludwig. Und wer ist der vierte? Das ist Sven Heubes und wer aus dem Raum NRW kommt und vor allem Magier ist in Deutschland, der kennt ihn auf jeden Fall. Gerade zu der Zeit, als ich in Düsseldorf gewohnt habe, er wohnt auch in Düsseldorf. Gerade zu der Zeit haben wir uns sehr häufig gesehen. Wir sind mal abends mit ein paar Magiern, haben so eine Kneipentour gemacht. Rainer Mees hat angefangen, die ganze Zeit Leute zum Heulen zu bringen und Zigaretten in Jacken ausgedrückt. Und Sven hatte uns allen irgendwie so Clownsnase in die Hand gedrückt und war so, ey, wartet mal auf mein Stichwort. Wenn ihr merkt, ich gebe euch ein Zeichen, dann steckt euch mal alle eine Clownsnase auf. Und hat er irgendwie einen Trick vorgeführt, wo am Ende der Reveal war, du verbringst eine Nacht mit einem Clown. Und dann soll der Zuschauer hochgucken und wir haben halt alle so eine Clownsnase auf. Es war so dumm, aber es war ganz lustig. Sehr episch. Heftiges oh Intro. Oh mein Gott. Oh, Bruder, ja. Ich bin aufgeregt. Ich fühle mich wie ein Hogwarts. Ich bin echt aufgeregt, Alter. Meinst du bei Nummer 2 so ein bisschen? Bruder, der hat 3 Brillen an, Cousin, ja? Ich bin echt gespannt jetzt. Es war so witzig, es war so kulturschockmäßig. Gerade Miles Pitwill und Sven Heubes stehen da und Sammy sagt da die ganze Zeit so, ey Cousin, pass auf, dicker Cousin. Es war so witzig, wie so diese Welten aufeinander getroffen sind und beide Parteien gegenseitig sich nicht zu 100% verstanden haben. Auch so die Witze und so. Dann hat Sammy einen Joke gemacht, den die nicht ganz verstanden haben. Dann haben die mit einem Joke geantwortet, den Sammy nicht verstanden hat. Das war so Clash of the Cultures. Das war schon sehr lustig. Okay, ich würde sagen, wir schlagen auch gar nicht was rum. Nein, ich will den Trick. Der erste kann sich vorstellen. Diese Comedy-Mucke. Hi, ich bin Jan Juru und ich bin Zauberweltmeister in Mentalmagie. Oh mein Gott. Weißt du, was mich richtig in meinem Bauch macht? Das sind nicht Leute, die so halbwegs Zauberer sind, sondern jeder von denen ist ein 100%iger und wir müssen nur den Weltmeister raussuchen. Quasi den Besten der Besten. Genau, also nicht wie es sonst so ist, dass auch Hobbyzauberer da sind und einer ist der Profi, sondern es sind alles eindeutig Profis und die müssen jetzt nur unter den Profis rausfinden, wer ist der krasseste. Ich übersetze jetzt mal, ich glaube, so meinte das Sammy. Besten, Digga. Heftig, ja. Mentalmagie, was machst du denn so? Naja, das ist Gedankenlesen und Zukunft vorhersagen. Meistens ist eins von den beiden. Okay. Und das muss man halt auf möglichst unterschiedliche und unterhaltsame Arten. Ich habe eine Zahl von 1 bis 3 in meinem Kopf. Welche Zahl ist es? 2. Vor 1, der ist raus. Es ist so, sobald du Leuten sagst, ich bin Mentalist oder Mentalmagier. Welche Zahl denke ich? Woran denke ich gerade? Es ist immer das Gleiche. Nee, aber tatsächlich, das funktioniert nur, wenn ich nach meinen Regeln spiele. Weil es ist ja trotzdem Zauberei, es ist also trotzdem Täuschung auf irgendeine Art und Weise. Gut geantwortet. Kannst du uns etwas zeigen? Klar. Mit wem willst du? Hab was vor. Oh Leute, jetzt ist heftig. Das ist so ein bisschen untergegangen. Jan Juro hat die Tricks für dieses Video nur dafür entwickelt. Er hat sie nie vorher irgendwo anders gespielt und wird sie auch nie wieder woanders spielen. Was ihr jetzt seht, sind exklusive Performances für uns, für die YouTube-Community. Genießt es, Leute. Hammer. Vorbereitet? Ich würde sagen mit Sammy. Nein. Du hast schon gerade so gefragt. Mentalmagie ist Koda sein Spezialgebiet. Ich glaube, ich muss euch noch so ein bisschen kennenlernen, um zu entscheiden, mit wem ich das mache. Ich
fange einfach mal was mit dir an, ja? Ey, Birra, was ist das für ein Hogwarts-Koffer, ja? Das ist krass, Digga, ehrlich. Zauberei. Geil, wie lange machst du schon? Ich mach seit ich 5 Jahre alt bin. Krass, wie alt bist du jetzt? 25? Ja, ungefähr. Krass, okay. 39. 39? Das, ey, krass, heftig. Das sieht man also dir ehrlich schon nicht eine an. Weile. Heftig, heftig, heftig. Ich würde sagen, bevor ich anfange, ich hab dir was mitgebracht. Mir was mitgebracht? Ja, ich Oha. Komm. Pralinen. Pralinen? Boah, ich weiß nicht, eigentlich du, wollten wir hier? Diät durchziehen. Aber na Mensch, also du isst Pralinen manchmal. Ja. Ja. Okay, pass auf. Dieses niedergeschlagen, ja schon. Es sind 4 Stück, ja. Marzipan, Haselnuss, Trüffel und Zartbitter. Ich würde dich bitten, gib mir erstmal eine hier auf den Teller, die du nicht essen möchtest. Eine rausnehmen, auf den Teller legen, die du nicht essen möchtest. Marzipan, Haselnuss, Trüffel oder Zartbitter. Machen wir mal Trüffel. Trüffel willst du nicht essen, ja? Nee. Soll ich rausholen? Ja, ja. Mit der Verpackung? Genau. Einfach hier drauflegen. Ja, Naim, ich wäre jetzt ein schlechter Mentalist, wenn ich nicht schon vorher gewusst hätte, dass du Trüffel nicht essen willst, ne? Deshalb, du hast mit der Verpackung rausgekommen, steht hier bei Haselnuss unten drunter, ja. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nein, ja. Hier bei Marzipan steht... Nein! Ja! Bei Zartbitter steht... Ja! Nein! Ich lass mal gucken, hier, Trüffel wolltest du nicht, ne? Boah! Boah! Das ist gut! Das ist gut! Sammy ist der beste Zuschauer, den man für Zaubertricks haben kann. Ich habe ihn schon vor Ort gefragt, ey, kann man dich buchen für so eine Show als Zuschauer fürs Publikum? Wirklich, Sammy reagiert genauso, wie man sich das als Magier wünschen würde, dass seine Zuschauer immer so reagieren. Er fängt schon krank an. Ich lass die mal hier stehen. Die könnt ihr essen, aber noch nicht jetzt, bitte, später, okay? Niemals esse ich die, aber danke fürs Ding. Boah, Digga. Warte, Moment. Das war Warm-Up. Das war krass. Das war mein Warm-Up, jetzt kommt mein Trick. Okay. Okay, pass auf. Da bin ich schon... Ehrlich, das war schon krass, war schon gut. Den Trick mache ich... Mach den mit dir, Sammy, okay? Okay. Und du hast dir meinen Namen gemerkt, das gefällt mir nicht, okay. Das ging ganz schnell. Erklär mir den erstmal. Ich erkläre gar nichts. Okay, dann... Dann machst du das morgen nach und dann bin ich meinen Job los. Also, Sammy, ich stell dir... Auch eine schöne Antwort. Eine Frage, du antwortest bitte nur in Gedanken, nichts laut sagen, okay? Okay. Hast du irgendwann in deinem Leben schon mal Angst gehabt vor Insekten? Nichts sagen, schau mal hier an. Okay. Gut, danke schön. Ich werde jetzt gleich... Hätte mich ein bisschen überrascht jetzt. Ich werde gleich schnipsen. Wenn ich schnipse, tu mir einen Gefallen, schließ sofort deine Augen. Aber keine Hypnose. Ist keine Hypnose, überhaupt nicht. Versprochen. Okay. Keine Hypnose. Du schließt deine Augen, wenn ich schnipse. Stellst dir vor, du hättest in deiner Hand... Nein, bitte nicht! Ja, warte! Nein, bitte nicht, Bro! Du stellst dir vor, du hättest in deiner Hand Würmer. Oh mein Gott! Noch nicht! Schau mich an, Augen zu. In deiner Hand ein Haufen Würmer und jetzt zählst du in Gedanken die Würmer. Du zählst die Würmer in deiner Hand. Wenn du das Gefühl hast, du hast dich verzählt, mach nichts, einfach weiterzählen. Wenn du das Gefühl hast, da tauchen neue Würmer auf, die vorher nicht da waren. Einfach mitzählen. Es geht um dein Gefühl, Sammy. Was schätzt du, wie viele Würmer sind in deiner Hand? Wenn du eine Ahnung hast, machst du die Augen vorsichtig wieder auf. 5. 5, hast du gesagt? Ja. Mach Augen auf. Guck mal bitte, ist keine Würmer da. Hol mal den Zettel daraus, falt den komplett auf und lies laut vor, was da drauf steht. Du siehst in deinem Traum genau... Was? Ja! Was? Ey Jungs, ich hab keine Lust mehr auf die Folge, ne? Nein. Das ist erst der Anfang. Du hättest ja irgendeine von den... Warte, bitte! Ja, okay. Digga, wie krass ist das? Digga, der Typ ist ein Champion! Von wo wusstest du das? Krass, ehrlich. Du hast irgendwie aus dem Bauch raus, ne, entschieden, ja, Trüffel will ich nicht. War irgend so ein Gefühl bei dir, ne? Mhm. Die könnt ihr gleich alle essen, die ihr nicht aussortiert habt. Lieber nicht. Ich sag mal jetzt nicht lang rumschnacken. Wir bitten unsere Special Guests... Nein, nicht, dass da jetzt Würmer drin sind, Bro. Nie im Leben. Oh mein Gott. Seht ihr das? Wenn da jetzt 5 Würmer drin sind, ne? Wenn da jetzt genau 5 Würmer drin sind. 5 Würmer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga. Oh mein Gott. Ich bin weg, Digga. Das ist für mich, ich bin raus. Ey, danke im Nachhinein, Baba Folge, Bruder, ja? Ich küsse dein Auge, mein Bruder, ja? Digga. Ja, warte, zählen wir mal. 3, ich glaube, der geht hier weiter. 4 und 5, ja. Digga, oh mein Gott, ja? Vor allem, die sind lebendig, Bro, ne? So, die anderen könnt ihr essen, da sind keine Würmer drin. Nee, Bro, alles cool. Und warte, dann schneide ich die zum... Jetzt hat Nahim auch gar keinen Bock mehr zu cheaten in seiner Diät, ne? Lest einmal auf, dass ihr seht, da sind keine Würmer drin, ja? Hier, Zartbitter, Haselnuss und du bist ja Insektenfreund. Und das war das Einzige, was du gewählt hast, was nicht... Ja. Ding,
Aber wie, war er hier, während wir irgendwie weggeguckt haben? Nein, ich hab's nicht gesehen. Oder nimmer immer. Nein. Also, die Nummer ist unglaublich heftig und ich habe keine Ahnung, wie sie geht. Also der Part, mit dem Sammy denkt an die Anzahl der Würmer und genau die Anzahl ist dann korrekt. Der Part, der ist für uns Magier, okay, den kennt man, sagen wir mal so. Der ist sehr geläufig, aber direkt schon die Vorhersage, dass er Trüffel aussortieren würde und nein auf der Packung steht, bei den anderen steht ja und nur in Trüffel sind Würmer und zwar exakt 5 Würmer und in den anderen nicht. Da bin ich raus, da habe ich gar keine Ahnung, da hat Jan Juro mich so hart gefühlt mit. Hi und ich sitzen hier hinter der Kamera und sind so. Ah, es war sehr heftig. Nein. Hart, Digga, ehrlich. Heftig, krass. Heftig. Also. Ey, Respekt, Digga, ehrlich. Sehr krass. Ich bin schockiert. Ey, nein, man merkt das Level jetzt schon, Bruder. Das ist man crazy. Merkt das Level, Bruder. Das ist sehr, sehr crazy. Also jetzt bin ich noch gehypter auf die anderen Tricks, Alter. Ich schwöre, ich auch. Erinnerst du dich, damals haben die uns so versucht mit Kartentricks. Ja, irgendwelche Kartentricks und sowas, das fand ich schon krass. Ja. Ich fand das schon krass. Aber das jetzt gerade, oh mein Gott, Alter. Heftig, Respekt, Digga, ehrlich. Ich bin geschockt. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz klarstellen, wie unwahrscheinlich ist es bitte, dass wir vor all den Leuten, die auch gerade zugucken, das Ganze faken würden. Das nervt so krass, ne? Wahrscheinlich. Ja, in den Kommentaren ist halt immer, ist ja bei mir nicht anders, ja? Bei jedem Zaubervideo fake, cut, Greenscreen, fake, Schauspieler, fake. Hier, wenn ich mit Hypnose arbeite, fake ist Geschauspieler. Wenn ich einen Zaubertrick mache, keine Ahnung, hier so ein einfacher Color Change, ja? Diesen Joker hier verwandle ich jetzt einfach mal in diese 7, okay? Ist halt reines Sleight of Hand, okay? Wer mein Tutorial guckt, der weiß ganz schnell, wie genau dieser Griff, das ist der sogenannte Snap Change, wie der funktioniert, okay? Schnitt, Videoschnitt, Cut. Also die Leute sind da echt lost und denken immer, man faked alles und genauso auch hier im Format. Deswegen sagt er jetzt hier, wahrscheinlich faken wir das vor all den Leuten hier. Guck mal, und deswegen sitze ich da und sag, kein Fake. Alles niemals. Und faken das Ganze. Niemals, Cousin, ich will so, dir doch entlassen. Das muss man auch jetzt mal klarstellen. Ich sehe jetzt schon wieder, voll fake, das ist doch abgesprochen. Das sind ja auch alles professionelle Zauberer. Ja. Als ob die jetzt auch den Ruf riskieren und das Ganze mitfaken würden. Gott so voll dumm einfach. Ja. Dann dank dir, Jan. Da würde ich sagen, machen wir erstmal mit dem Nächsten weiter. Ich hätte jetzt so epische Musik gedacht, aber Comedy-Mucke geht auch. Ah ja, besser. Mein Name ist Marc Weide, ich bin 32 und ich bin Weltmeister in der Parler-Zauberkunst, also Bühne. In was? In der was? Nennt sich Parler, kommt aus dem Englischen und heißt Bühne. Bühne, ah, okay. Krass. Genau. Heißt Parler nicht Salon? Parler. Stube, Salon, Wohnzimmer. Hä? Marc? Genau, also ich bin Weltmeister in der Sparte Bühne geworden, wenn man so möchte. Siehst aber aus wie ein bisschen wie Kaufmann, so Bankkaufmann und so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung ist. Nein, ist beides. Kompliment. Das ist beides. Wie beides? Nein, das war's, Spaß. Natürlich nur Kompliment. Okay, wie lange machst du das schon? Seitdem ich 14 bin. Ich bin jetzt 32, also schon eine ganze Weile. Als Kind wurde mir mal ein Huhn in meinen Händen gezaubert. Da hat jemand so ein Tuch gehabt, hat das hier dreimal auf meinen Händen gepackt und dann hatte ich ein lebendiges Huhn. Auf meinen Händen. Ziemlich geil. Wie geht das? Gute Frage. Das würde ich selbst gerne wissen. Also. Aber klingt nach einem geilen Trick. Ja, der Typ ist bis heute in meinem Kopf. Ich war da 14. Okay, dann weiß ich, was du jetzt gerne sehen möchtest. Okay, bring die Hühner rein. Kannst du uns was zeigen? Klar, wie es der Zufall so möchte, habe ich was vorbereitet. Aber kannst du auch Menschen durchschneiden und so? Ja, ich habe das mal gemacht mit meiner Schwester. Oh, dann will sie sich freiwillig melden, ja? Aber seitdem habe ich 2 Halbschwestern. Da war jetzt ein Schnitt, ne? Das war vor Ort so cringe. Ihr müsst das so sehen. Das sieht man jetzt auf der Kameraperspektive, glaube ich, kein einziges Mal. Aber Jury und Teilnehmer stehen relativ weit weg voneinander. Bestimmt so 5, 6, 7 Meter. Und das ist ja ein riesiger Raum, ja? Das ist so eine Lagerhalle. Durch die Mikros hier, Headset und Ansteckmikro und so, man es jetzt nicht ganz so krass war. Aber wenn ihr genau hinhört, merkt ihr, wie krass das hallt, ne? Und wenn man so weit weg voneinander steht und es hallt, dann versteht man nur die Hälfte voneinander. Und Marc hat hier diesen Witz aufgebaut. Sammy fragt, kannst du wen durchsägen? Ja, ich habe das mal bei meiner Schwester gemacht. Und das Ding ist, weil Sammy währenddessen schon weitergeredet hat, ist das ein komplettes Wischiwaschi gewesen. Marc stand und hat gewartet, bis die fertig sind. Ja, darf ich den Witz jetzt zu Ende bringen? Aber so ein Witz zieht natürlich nicht, wenn man sagt, ich habe das mal bei meiner Schwester gemacht. Dann werden 20 andere Dialoge geführt und dann, ich habe jetzt 2 Halbschwestern. Das zieht dann natürlich gar nicht mehr. Das war so cringe in der Situation. Also Hut ab an Marc, du hast das super gewuppt. Einfach lächeln und passt schon. Ihr seht den Cringe in Jans Gesicht, ja?
Und davon gab es sehr viele Momente. Also das meine ich, wie diese Generationenkonflikt so und so Kulturtreffen aufeinander. Es war schon sehr amüsant, sagen wir mal so. Okay, ich würde so einen kleinen Trick mit euch machen. Aber der Witz mit den Zwei-Halbschwestern, das ist wirklich, das ist der, einer der Uralt-Witze, ja. Den ich auch direkt mal erkläre. Also erkläre, wie Zauberkunst funktioniert, weil oft zeigen wir nur Tricks, aber sagen nicht, wie es geht. Deswegen drehe ich es mal ein bisschen um. Ich mache das mit dir, Koda, okay? Ja, okay. Ja, okay. Koda, kennst du dieses Spiel mit den drei Bechern und dem einen Würfel und du musst raten, wo der Würfel liegt? Ja, das Scam-Spiel, ja. Dieses Hütchenspiel, ja. Ich spiele das gleich mit dir und damit du auch eine faire Chance hast zu gewinnen, habe ich die Anzahl der Becher von 3 auf 1 reduziert. Das ist nicht persönlich gemeint. Das macht es einfach nur leichter für den Trick. Also ein Becher und ihr könnt euch schon denken, was wir noch brauchen hier. Und zwar den Würfel. Der liegt allerdings bereits auf dem Becher. Ja, genau da. Und der war vorhin nicht da. Der war nicht da. Es war so krass. Den Trick habe ich von Marc 1000 Mal schon gesehen. Gefühlt 1000 Mal schon. Selbst nach 1000 Mal sehen, live vor Ort und ich bin in einem absolut ungünstigen Winkel gewesen. Trotzdem, die Misdirection funktioniert jedes Mal. Du kriegst das alles nicht mit. Du bist einfach gefoolt, weil du denkst, Mann, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Schade ist jetzt natürlich so ein bisschen die Kameraperspektive, ne? Also hätte man jetzt noch eine Steadicam auf dem Stativ, die einfach in der Totalen die ganze Zeit die Teilnehmer filmen, dann gewinnt man natürlich noch mal so ein bisschen Zusatzspielraum, weil das Ding ist, die Kameramänner, 2 Leute mit Kameras in der Hand, die sind ja selber gefoolt, ne? Die kriegen ja selber nicht mit, wann was passiert und können nur erst dann filmen, da ist der Würfel schon, ne? Weil die selber ja getäuscht sind vom Trick, können die ja selber erst dann filmen, wenn es schon passiert ist und ich bin mir sehr sicher, dass Leute deswegen in den Kommentaren meckern werden, fake, ist geschnitten und ja, mit der Kamera gespielt, bla bla. Naja, die Kameramänner sind eben genauso vom Trick getäuscht, wie auch wir zu Hause und live und wie dem auch sei. Deswegen, ich hoffe mal drum, dass nicht so viele Lost Arenos sich in den Kommentaren melden. Deswegen. Und jetzt wäre deine Frage quasi, wo liegt der Würfel? Was würdest du sagen? Ja, der liegt auf dem Becher natürlich. Abitur, oder? Merkt man sofort. Nein, abgebrochen. Das ist Spaß. Also, er kann an 3 Orten sein, der Würfel. Einmal unter dem Becher selbst, in der Hand oder dritte Möglichkeit, in der Tasche. Wenn du spontan raten müsstest, ja, ich mische mal kurz durch, liegt er in der Hand, unter dem Becher oder in der Tasche, was würdest du meinen? In der Tasche? Gar nicht schlecht, würden viele vielleicht antworten. Hättest du Hand gesagt, wäre es falsch gewesen. Ja. Hättest du Becher gesagt, wäre es ebenfalls falsch gewesen. Du hast Tasche gesagt und deswegen ist Becher richtig. Boah, stark. Oma, ich hab aber auch gesagt, ich würde es erklären, deswegen ich erkläre, wie ich es gemacht habe, okay? Das ist mega fies, Koda, weil du kannst gar nicht gewinnen, logisch. Du hast wirklich nur einen Würfel, einen Becher, mehr hast du nicht. Und alles, was ich mache, ist, wenn ich den vor am Ärmel reibe, wird das Leder vom Becher warm und durchlässig. Und dann kannst du einfach mit den Fingern den Würfel einfach so durch den Boden ziehen. Bravo, Digga, krass. Schade. Auch da ist die Illusion leider durch die Kameraführung an der Stelle jetzt leider untergegangen. Also er hat den Würfel in den Becher gemacht, an seinem Ärmel gerieben und dann bupp, hat er den durch den Becher durchgezogen. Ganz visuell so bupp, hat er den einfach durch den Boden durchgezogen. Leider, weil der Sven Heubis hier so lustig gelacht hat über den dummen Witz von Marc. Leider, deswegen war der Kameramann abgelenkt und hat das hier nicht drauf gehabt. Und dann kannst du einfach mit den Fingern den Würfel einfach so durch den Boden ziehen. Bravo, Digga, krass, Digga. Durchdringt einfach den Becher. Pass auf, eine ganz, ganz schnelle Runde. Also liegt er unter dem Becher, in der Hand oder in der Tasche. Bevor du antwortest, hier ist ein kurzer Tipp von meiner Seite. Was willst du sagen, Koda? Ich weiß nicht. Im Becher? Im Becher? Ja, völlig richtig. Wie kommst du darauf? Ja, Wahnsinn. Weil, wie ich es wirklich mache, das ist jetzt die echte Erklärung, ich lenke euch ab. Also wenn ich sage, ich lege den Würfel in meine Hand, sagt ihr vielleicht, ja, ich wette, der Sneaky hat den irgendwie heimlich in den Becher. Nee. Also erst, wenn er hier oben in der Hand verschwindet, erst dann wandert er oben drauf auf den Becher. Ne? Also krass, heftig, krass, krass, ehrlich. Krass, krass, krass. Ich mach's nochmal, okay? Achtet diesmal genau auf den Würfel. Das ist der Moment, wo alle nachher im Video zurückspulen werden. Achte genau auf den Würfel. Auf 3 lasse ich den Würfel verschwinden. Ich habe hier einen spontanen Zauberstab. 1, 2. Ihr müsst vielleicht kurz blinzeln, das wäre total toll von euch. Ich habe geblinzelt. Okay, Spaß. 1, 2. Oh! Oh! What the fuck? Sorry, jetzt ist der Stift weg. Aber. Warte. Das ist wirklich krass. Der Flipstick-Move, der sieht im Real-Life, gerade wenn man ihn so gut kann wie Marc oder auch Miles, die beiden sind richtig krass in dem Move. Wenn man den Flipstick-Move richtig gut kann, sieht das aus wie ein Real-Life-Videoschnitt. Als wäre einfach bupp und bupp und weg ist er. Das ist saukrass. Ey, ich hab, das war krass, Digga. Aber warte, der Bro, das sah aus wie ein Schnitt gerade. Genau. Warte, der Stift ist nicht wirklich weg, der Stift ist genau hier. Krass, ja? Digga. Nur meist merkt man dabei nicht, wie eigentlich der Würfel verschwindet.
Oh, Digga, ehrlich. Oh mein Gott. Die Leute werden sagen, das ist geschnitten. Ich hab meine Augen die ganze Zeit auf den Würfel gehabt. Die Leute werden sagen, das ist geschnitten. Heftig, Digga. Hey, Junge. Gucken wir mal, sagen die Leute, das ist geschnitten? Kommentare sortieren nach Neueste. Zuerst ist immer ein Fehler. Da war ein Schnitt. Ist das Format fake? Einer soll mal aufklären. Hätte es 1:1 genau so ausgesehen. Fake, immer ein Schnitt, bevor was passiert oder Kamera wird auf euch gezeigt. Wer das glaubt, muss wirklich dumm sein. Bro, du bist so dumm. Hahaha, 39987. Bin ich die Einzige, die den Cut sieht? Leute, ich war live dabei, okay? Es ist 100% genauso im Real Life passiert. Oh mein Gott, das glaubt man nicht, wenn man nicht selber hier sitzt. Ja, das glaubt man nicht, Kicker. Ich bestätige das auch nochmal. Es ist 100% genauso. Lasst den Leuten einfach ihre Skills. Gönnt einfach, dass die Leute besser sind als ihr. Wirklich. Ich bin noch nicht ganz vorbei, weil fairerweise, Koda, muss ich sagen, es geht gar nicht um den Würfel, okay? Okay. Der Würfel dient nur zur Ablenkung. Also du sollst die ganze Zeit auf den Würfel achten, damit natürlich ihr alle nicht merkt, wie unterm Becher die Zitrone erscheint. Ja? Das ist nämlich das, was eigentlich passieren soll. Und ich verstehe bis heute nicht, wo die Kartoffel herkommt. Oh mein Gott, heftig. Heftig, heftig. Respekt, Digga, ehrlich. Sehr schön, sehr schön. Unglaublich starke Nummer. So eine schöne Nummer. Sehr stark. Sehr heftig. Cool, Digga. Krass. Boah, das mit dem Würfel fand ich krank. Vor allem, wie der angefangen hat. Da war kein Würfel, auf einmal ist da ein Würfel drauf. Und wir gucken ihn doch die ganze Zeit an. Ich fand's so krass, wie der Stift auf einmal weg war. Ja, der war krass weg. Mhm. Ja, das Schöne an dieser Nummer, also das ist so eine klassische Chop-Cup-Routine, die verbindet sehr viele verschiedene Elemente miteinander, die sowohl Close-Up funktionieren, also wenn du, so wie Marc jetzt hier in dem Fall, nur wenige Meter von deinem Publikum entfernt bist, als auch auf der Bühne. Solange man halbwegs nah genug dran sitzt, dass man den Würfel noch erkennen kann, funktioniert der Effekt. Also das ist auch ein bühnentauglicher Trick und nicht nur ein Close-Up-Effekt. Und das ist das, was ich so schön finde daran. Der ist so universell einsetzbar und Marc hat den natürlich auf seine Weise perfektioniert. Ja, ergibt Sinn, oder? Deutsch. Also man merkt, diese Fingerfertigkeit ist geisteskrank, ehrlich. Ich kann es mir nicht erklären, das ist das Ding. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Heftig. Ich bin speechless. Ich hoffe, der hat noch mehr dabei. Die Tricks, die sie speechless uns jetzt gezeigt haben, das sind schon 10 von 10 Tricks. Auch vom ersten, es war ein 10 von 10 Trick, der war 10 von 10. Aber ist das ein Weltmeistertrick, weiß ich nicht. Das ist die Frage. Das ist die Frage, das weißt du Frage. So? Ich Deswegen denke, einfach gute Magier. Ja, aber ist es ein Weltmeister, das weiß ich nicht. Gut, was die beiden jetzt nicht wissen, während sie darüber sprechen, das sind jetzt natürlich nicht die Nummern, die man bei der Weltmeisterschaft vorführt. Ne? Aber ich glaube, das wird später auch noch erwähnt, wenn sie es nicht rausgeschnitten haben, deswegen lasse ich mal laufen. Es war schon Perfektion, muss man war sagen. War schon cool. Also es war so gut, dass ich jetzt weiß, dass Leute so sagen werden, okay, das ist genau. Fake. Das und ist davor nicht, mit dem Würfel vor allem, das war ein immer Schnitt. Wieder das war da drauf aufgetaucht und er stand weg. Heftig. Okay, dann dank dir und dann machen wir erstmal mit dem Nächsten weiter, bitte. So, jetzt kommt der Miles, der Professor of Magic. Ich bin's mal wieder, euer Professor. Hi, ich bin's mal wieder, euer Professor. Mein Name ist Miles Pitwell. Ich bin seit 20 Jahren hauptberuflich professioneller Zauberer. Trete hauptsächlich in der Rolle eines verrückten Professors auf. Und ihr wollt wissen, ob ich Weltmeister bin? Taten sprechen mehr als 1000 Worte. Deswegen würde ich sagen, ich zeige euch einfach was. Perfekt. Okay. Geil. Ansage. Ah, da höre ich jetzt schon, die Musik ist ersetzt. Also das ist jetzt andere Musik, als die, auf die Miles live vor Ort performt hat. Ist jetzt natürlich aus Copyright-Gründen, damit das Video nicht demonetarisiert oder sogar gesperrt wird, völlig klar. Aber schade ist es trotzdem, weil Miles nicht nur Magier ist und Schauspieler, sondern, was viele nicht wissen, Miles ist so wie auch ich, als zweite Leidenschaft nach der Magie Musiker. Und solche Nummern, wo er nicht spricht, sondern nur seine Manipulation zeigt und auf die Musik, solche Nummern sind perfekt auf die Musik abgestimmt. Miles schneidet Songs, die es gibt, passend zu seinen Nummern, passend zu den Moves zusammen, damit der Spannungsaufbau passt. Und wenn hier drei Karten erscheinen, gibt es drei Hits in der Musik und dann ist gerade ein länger gehaltener Ton in der Musik, währenddessen fächert er die Karten auf und dann kommen wieder und währenddessen erscheinen die Karten so, ne? Deswegen ist es natürlich schade, wenn man die Musik ersetzt und es nicht perfekt genau so vom Timing her schneidet, dann geht das natürlich verloren, diese einzelnen Akzente, die Miles passend zur Musik setzt. Also, dass ihr Bescheid wisst, was wir jetzt sehen, ist nicht die richtige Musik und deswegen passt es nicht zu 100%.
Na, alleine das, da sieht man es schon. Das passte jetzt gar nicht zur Musik, aber das war eigentlich live vor Ort. Passte das schon zur Musik, wie er den Ärmel hochzieht und dann die Hand öffnet. Das ist so ein... So, wisst ihr? Sorry, dass ich mitten in der Nummer unterbrechen muss, aber ist das nicht die Melodie, die man in der UK an Neujahr singt? Das kriege ich noch von einer Mr. Bean-Folge. Mit Hubert und Rupert und dann halten die so die Hände und machen. Weird, dass der Song jetzt läuft. Was hieran unglaublich cool ist, ist, das ist jetzt die sogenannte Manipulation. So heißt diese Sparte der Magie. Von Manus, die Hand, aus dem Lateinischen Manipulation. Das Ding ist, in vorherigen Folgen erkenne den Magier oder erkenne den Fake-Magier von Nahim Sky. Da gab es immer wieder Momente, wo Leute gesagt haben, ja, ich mache eigentlich Manipulation, aber das ist sehr schwierig in so einer Close-Up-Situation zu machen. Eigentlich macht man das auf der Bühne. Beispielsweise Shotty Ice hatte das in der Folge Erkenne den Magier genauso gesagt, yo, eigentlich mache ich Manipulation. Und ich glaube, das war so, 2, 3 Leute hatten das gesagt und immer, ja, das kann man nicht so gut Close-Up zeigen. Und jetzt holen sie hier einfach den besten Manipulationskünstler aus Deutschland, nämlich den Miles. Und was macht Miles? Er macht Close-Up-Manipulation. Jetzt meine Kamera kurz überhitzt, aber okay, ist nicht schlimm. Also mal kurz nicht meine Visage. Genau, deswegen ist es unglaublich cool, dass die jetzt endlich mal Manipulation in dem Format haben. So, Miles, weiter bitte. So, Kamera ist runtergekühlt, da bin ich wieder. Unglaublich starke Nummer, das ist so Miles klassische Manipulationsnummer, Kartenmanipulationsnummer, die er ja auch auf der Bühne immer präsentiert. Dieses Schlusselement mit dem Fächer, der immer kleiner wird, das ich mal gecosplayt hatte. das ist, glaube ich, Shrinking Deck oder Shrinking Fan, Shrinking Card Fan. Ich glaube, das ist von Axel Hecklau. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ich werde halt häufig gefragt danach, deswegen hier, bitteschön, macht mit dieser Info, was ihr wollt. Ey, ich kann es mir einfach nicht erklären, das nervt mich so. Sehr krass, auch meinen größten Respekt, ehrlich. Wir werden es sehr, sehr schwer haben. Also die ersten drei waren auf jeden Fall schon mal sehr krass, ja, muss man ehrlich sagen.
Die Frage ist jetzt, wer ist der Weltmeister am Ende des Tages? Genau, Bruder. Aber das sind alles Profis, 100%. Ja. Und alles Showmans. Ja. Weil jeder hat so eine, diese Note gehabt, weißt du, wenn du auf der Bühne stehst. Ja, safe, safe. Diese Aura. Genau, als wir sonst Bruder. Magier ja schon gedreht hatten, war das immer so, gab schon ein, zwei, wo man wusste, ah, okay, die haben jetzt den Trick vorbereitet und sind sonst keine. Aber bei denen ist es ja, alle sind safe professionelle Zauberer, da braucht man gar nicht drüber reden. Nice, dann danke dir für deine Performance. Dann machen wir erstmal mit dem letzten weiter, bitte. So, Sven. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sven zu dem Zeitpunkt komplett besoffen oder auf irgendwelchen Drogen war. Okay, ich bin der Sven. Sven Heubes, komme aus Düsseldorf. Ich habe im Alter von 13 angefangen zu zaubern. Also ich war noch ein Jahr jünger als der Marc, der behauptet Weltmeister. Ich habe mit 15 angefangen, also ich bin hier der Spätzünder. Das muss sein. Deshalb zaubere ich seit 41 Jahren, seit 31 Jahren hauptberuflich. Und ich habe die Weltmeisterschaft gewonnen 2012 in Blackpool. Die große Fism-Weltmeisterschaft mit einer Darbietung, was noch bisher keiner gemacht hat. Eine echte Innovation in der Zauberkunst. Wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr noch ein bisschen warten, denn jetzt zeige ich euch gerne erstmal ganz kurz, wie man wirklich Gedanken liest. Oh, oh shit, das war eine Ansage. Das war super smart auf gleich drei Ebenen. Erstens, er hat mit reingestreut 2012, im Blackpool ist er Weltmeister geworden. Das wissen die jetzt nicht, aber es gab 2012 wirklich die Fism-Weltmeisterschaft in Blackpool in England. Die ist da wirklich stattgefunden, deswegen, das ist schon mal legit. Ob er da jetzt Weltmeister geworden ist oder nicht, das erfahren wir am Ende der Folge. Aber, das ist schon mal gut. Erstens das, zweitens sagt er, meine Weltmeisternummer ist komplett innovativ, die zeige ich euch aber nachher erst. Dadurch vermeidet er, dass die ihn rausvoten, sondern ey, wenn sie die Weltmeisternummer sehen wollen, dann müssen sie ihn drin lassen und können nicht sagen, geh mal, du bist es schon mal nicht. Und ein Shot gegen Jan Juro gefeuert, perfekt. Sven, komplett auf Krawall aus. So. Also Bruder, gell? Du wirst so ein bisschen gestichelt. Vom Bauchgefühl. Er ist der größte Entertainer vom Bauchgefühl. Er sieht aber so ein bisschen aus, weil ich war gerade schon geschockt mit Sven. Der sieht aus wie ein libanesischer Autohändler, der bringt. Jeder von denen hat gesagt, in welchem Bereich er Weltmeister geworden ist. Außer er. Außer der Dritte. Der Dritte hat das nicht gesagt, in welchem Bereich. Aber er hat es so angespielt mit, ich überzeuge euch davon. Ja. So, aber darum lassen wir es kurz weg. Ich bin gespannt auf seinen Trick. Ihr seht jetzt nicht das erste Mal Magie. Glaubt ihr an Gedankenlesen überhaupt? Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Finde ich spannend, finde ich gut. Ich glaube nämlich auch nicht dran, weil wir wissen ja, wo der Betrug sitzt. Ich glaube, dass man Menschen lesen kann. Aber wir leben in einer Zeit, die viel zu schnelllebig ist. Das heißt, die Leute lesen heutzutage nur noch die Überschriften in der Zeitung, haben ihre Meinung, lesen den Artikel nicht mehr zu Ende. Selbst wenn unten am Ende des Artikels das völlige Gegenteil steht. Und da ist schon wieder Generationenkonflikt. Ey Sven, keiner von denen und auch nicht ich, keiner von uns in unserer Generation liest Zeitungen. Ich glaube, das ist doch so das Skript. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass das noch Svens Skript von vor längerer Zeit ist. Vielleicht von vor 10 Jahren oder vor 20, wer weiß. Die Welt ist heute so schnelllebig geworden. Die Menschen lesen die Überschrift in der Zeitung, bilden sich ihre Meinung. Hä? Niemand liest Zeitung. Also zumindest niemand unter 30. So, das sieht man einfach in ihren Augen. Okay, ja. Ja, stimme ich zu. Haben wir es nicht mehr mitgekriegt, weil wir haben unsere Meinung ja bereits. Das heißt, wir laufen ohne Achtsamkeit durch die Welt. Wenn ihr in einem Restaurant sitzt, in einem Zug, in einem Bus oder in einer Kinowarteschlange steht und einfach euch wildfremde Menschen anschaut, Gestik, Mimik, Physiognomie, Augenkontakt, Atemfrequenz, Kleidung, Schmuck, Haltung beim Gehen, das sind alles Dinge, die euch viele, viele Sachen schon über einen wildfremden Menschen sagen können. Oder ich feier den, Digga. Ja, auch wie er nahe kommt und wie selbstbewusst er auftritt. So, im Gegensatz zu ihm dürft ihr bei mir den Würfel auch mal anfassen. Der ist cool, Digga. Ich möchte euch jetzt ein bisschen ganz kurz demonstrieren, wie man Menschen lesen kann und dann treiben wir das gleich noch auf die Spitze, okay? Wir fangen mit dir an. Ich würde mich umdrehen, damit ich nicht sehe, was für eine Zahl du wählst. Du wählst eine Zahl, diese legst du nach oben, deckst sie mit der Hand ab, mit einer Chance von 1 zu 6, werde ich versuchen, die zu erraten und ich werde euch daran teilhaben lassen, wie wir das erraten. Gucken, ob ihr mir da folgen könnt. Seid ihr bereit? Okay. Gibst du mir einfach ein Zeichen, wenn du soweit bist? Ja. Ja. Okay, wunderbar. Ich würde dich jetzt bitten, nur einmal langsam hintereinander die Zahlen von 1 bis 6 aufzusagen. Ungefähr in dem Tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokern würde ich nicht gerne mit dir, aber es ist schon spannend. Falls es euch aufgefallen ist, meiner Meinung nach hat er eine Zahl etwas weniger betont. Das macht er nicht absichtlich, das macht sein Unterbewusstsein, weil sein Unterbewusstsein weiß, dass ich versuchen möchte, seine Zahl zu erraten. Dadurch hat er sich verraten. Meiner Meinung nach hat er die Zahl 6 etwas weniger betont. Wollen wir einmal nachschauen? Okay, pass auf. Ah, Moment, das ist eine Chance von 1 zu 6. Wir machen das nochmal mit dir. Etwas anders.
Such dir auch eine Zahl aus. Ja. Schon passiert? Ja, ihr seid schnell. Passiert. Ja. Ich möchte, dass du gar nichts sagst. Du möchtest mir nur bitte in die Augen schauen. Ihr schaut auf sein Gesicht, wenn ich die Zahlen von 1 bis 6 sage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn du da drauf kommst, gell? Ich hol dir einen runter, ich sag dir das jetzt. Also das ist euer Flufferboy? Okay. Bei einer Zahl, meiner Meinung nach, hat deine linke Augenbraue ein bisschen gezuckt. Wenn ich es übrigens zweimal hintereinander schaffe, ist nicht mehr eine Chance von 1 zu 6, sondern eine Chance von 1 zu 36. Und bei dir bin ich davon, korrekt, oder gehe ich davon aus, dass du die Zahl 4 gewählt hast. Oder mein Gott, Bro, Jungs, Alter. Ja. Wir gehen noch einen anderen Weg. Gleich. Digga. Oh, kannst du dir nicht ausdenken. Gleich. Wir haben nach der 12. Hör mal, pass auf. Für dich mit den roten Haaren du gilt. Du bist krass, Digga. Oder mit den roten Haaren für dich gilt, wenn es gleich irgendwo zwischen deinen Ohren in deinem Kopf kribbelt, dann bin ich es, der deine Gedanken liest. Sollte es woanders kribbeln, komm bloß nicht mit ihm hinterher in meine Garderobe. Das ist echt, wir sind nicht in Köln. Okay. Du suchst ja auch nochmal eine Zahl aus. Mach mal hin. Hier, komm her. Okay. Ich würde dich auch bitten, ja, am Anfang einmal die Zahlen von 1 bis 6 zu sagen, bloß diesmal werde ich versuchen, übrigens, wenn es nochmal klappt, eine Chance von 1 zu 216, werde ich dich versuchen, an der Zahl zu stoppen, die du gewählt hast. Starte. 1, 2, 3. Stopp. Die 3. Das ist einfach richtig. Es ist die 3, ja. Jetzt haben wir natürlich den Fall, dass ihr euch alle habt verraten können, weil ihr vorher wusstet, was ihr gewählt habt. Ich werde doch mal, du hast mir gerade so ein zweideutiges Angebot gemacht. Das war eindeutig, oder? Zweideutig. Ich würde dich bitten, noch einmal zum letzten Mal, sollte es mir ein viertes Mal gelingen, 1 zu 1296, würde ich dich bitten, den Würfel unter deiner Hand zu würfeln, dass du selber nicht weißt. Das ist die korrekte Mathematik. Das ist Wahrscheinlichkeitsbaum, ein Sechstel mal ein Sechstel mal ein Sechstel mal ein Sechstel. Ist absolut akkurat. Heißt, was du gewürfelt hast. Ja, einfach würfeln unter deiner Hand, okay, damit du nicht weißt, was du gewürfelt hast. Damit bist du nicht in der Lage, dich selbst zu verraten. Ist das okay? Mhm. Ich habe noch nicht die Zahl gesehen. Nein, du sollst sie auch nicht sehen, okay, damit du dich nicht verraten kannst. Die andere Hand, den Zeigefinger, nimmst du und packst den auf meinen. Das mag nicht viel bedeuten für dich, aber ich bin Marsianer und du bist jetzt schwanger. Was auch immer das bedeuten mag. Es fühlt sich an für mich wie, du bist in der Mitte, du sitzt da wie ein Ass, müsste eine 1 sein. Oh! Digga, oh mein Gott, hä? Ich kann... Und das Ding ist, dieser Würfel war jahrelang ein Begleiter für mich, ein Glücksbringer in meinem Portemonnaie. Aber ich finde es heute so spannend. Und da du so ausflippst, schenke ich dir den als Andenken an den heutigen Tag. Am besten das Portemonnaie tun. Weißt du warum? Immer wenn du reinschaust, hast du was drin. Und so, okay. Das war. Und da sieht man Svens Jahrzehnte an Erfahrung. Ja. Bei Marc haben die gesagt, boah, krasse Fingerfertigkeit. Bei Miles haben die gesagt, boah, krasse Fingerfertigkeit. Bei Sven haben die das nicht gesagt. Aber Sven hat hier genauso krasse Fingerfertigkeit bewiesen wie die anderen auch. Und das ist das unglaublich Schöne. Er hat es nicht für Methoden genutzt, wo es offensichtlich ist, dass irgendwas mit Fingerfertigkeit damit zu tun haben muss. Wie wenn ich jetzt beispielsweise meinen Ring so auf meinen Daumen aufstecke. Ich habe auch keinen weiteren Ring am Start. Und jetzt meinen Daumen aufsplitte. Ihr kennt die Methode, wie man das mit den Daumen macht. Da weiß man, okay, irgendwas hat das mit Fingerfertigkeit zu tun, dass der Ring, naja, sich passend verhält. Und Sven nutzt Fingerfertigkeit versteckt in den Offbeats unglaublich gut. Als die Kameras nicht liefen, hat er noch so ein paar andere Sachen gezeigt, weil ich glaube, es hat ihn auch selber so ein bisschen genervt, dass bei den anderen immer alle gesagt haben, boah, Fingerfertigkeit, Fingerfertigkeit. Dann hat er sich von Sammy eine 2-Euro-Münze genommen. Von Sammy, aus Sammys Portemonnaie. Hat er die genommen, reingebissen und sie halbiert, so wie ich mit diesem Vierteldollar hier, oder Halfdollar, Entschuldigung, gepustet und die Münze wurde wieder ganz. Das hat er mit Sammys 2-Euro-Münze gemacht. Dann hat er die genommen und bam, die war plötzlich so groß. Und dann hat er die genommen und bam, die war plötzlich so groß. Und so ein 2-Euro-Taler war das dann. Und das alles, überleg mal, wie palmierst du so eine Münze, ne? Also wirklich krass. Sven ist da sehr, sehr, sehr stark. Passend die Augen leiten mit Misdirection und so weiter. Sehr, sehr, sehr talentiert. Und zwar so, dass man es nicht sieht. Und das ist immer so ein Ding, da muss man immer gucken, wie kann man da mit dem Ego mit umgehen? Das, weil man es als versteckte Methode nutzt, die Leute nicht sagen, boah, hast du krasse Fingerfertigkeit, sondern die Leute sagen, boah, bist du voll der Entertainer. Bist du? Bei jetzt 1 zu 1296. Seid ihr bereit für ein richtiges Gedankenlesen zum Abschluss? Ja. Gut. Ich bin nämlich nicht nur in der Lage, Gedanken zu lesen, ich bin auch in der Lage, Gedanken zu senden. Und ich werde das jetzt hier tun. Ich werde gucken, wer als erstes was empfängt von euch. Wer möchte? Du schaust so aus und so, ja, nimm mich. Gut, okay. Ich schreibe mal was auf. Okay, kurze ehrliche Frage von mir, kurze ehrliche Antwort von dir. Ja oder nein? Hast du irgendeine Ahnung, was ich hier aufgeschrieben habe? Nee. Nein? Das ist richtig, du bist gut. Okay. Aber es geht... Klassischer Standard-Gag, benutze ich genauso. Ja, auch nicht darum, dass du mich erraten sollst, sondern ich muss was erraten.
Ich würde dich bitten, an eine Zahl zu denken, eine zweistellige Zahl, irgendeine Zahl zwischen 10 und 99. Viele nehmen die 23, vielleicht die nicht, falls das der erste Gedanke gewesen sein sollte, der in den Sinn kam. Hast du eine Zahl im Kopf? Ja. Möchtest du das nochmal ändern? Nee. Gut, du bleibst bei der Zahl. Schau mir tief in die Augen. Zeichne die Zahl zwischen uns beiden in die Luft, in großen Ziffern. Nur vor deinem geistigen Auge. Mach sie größer, lass sie leuchten. Und wenn du sie zwischen uns beiden hängen siehst, dann schau mir die Augen und brüll mir die Zahl nur in deinem Geiste entgegen. Tu es jetzt. Okay. Das ist so ein schönes Ding. Ich würde sagen, in Gedanken, nur in deinen Gedanken sendest du mir die Zahl. Und Sven sagt nicht in deinen Gedanken, sondern nur im Geiste. Es ist ein kleines Detail, sorry, das ist jetzt wirklich Nerd-Talk, aber das ist voll schön. Schwierige Sache, zum allerersten Mal würdest du uns verraten, was ist die Zahl, an die du jetzt die ganze Zeit gedacht hast? 22. 22? Hat das irgendeine besondere Bedeutung für dich? Nö. Glaubst du, wir haben vorher nichts abgesprochen, du bist nicht gebeten worden, irgendeine Zahl zu nennen, du hast vorher nichts irgendwie aufschreiben müssen, keiner ist auf dich zugekommen. Kann es sein, dass ich die Zahl aus dir heraus gelesen habe? Glaubst du es oder nicht? Es wird einen Grund geben. Kann ich mir schwer vorstellen, aber wird einen Grund geben, warum ich die 22 aufgeschrieben habe. Alter. Aber wir steigern uns noch einmal. Wir steigern uns noch einmal in die letzte Runde. Und zwar, da ich das eben mit dem Abschluss mit dir gemacht habe, würde ich den Abschluss noch einmal hier mit dir machen, Koda. Ich würde dich bitten, nicht an eine Zahl zu denken, sondern an irgendeinen Ort auf diesem Planeten. Es ist eigentlich völlig egal, wie groß und wie klein, vielleicht nicht etwas, was wir noch nie gehört haben, Klein-Kleckersdorf, aber auch keine große Weltstadt wie Rom, London, Paris, New York. Das wäre zu einfach, das denken so viele Menschen. Hast du irgendeinen Ort auf diesem Planeten in deinem Kopf? Ja. Gut. Mach es wie er, bloß nicht die Zahlen, sondern einfach die Buchstaben zwischen uns. Schreib es einfach zwischen uns. Ich merke, du bist gut, du bewegst die Augen nicht, damit ich bloß nichts von deinen Augen lesen kann. Aber das muss ich ja auch nicht, da ich Gedanken lese. So. Wenn er das jetzt errät, dann ist es vorbei. Das geht gar nicht. Scheiß die Wand an. Zum allerersten Mal, wie lautet der Ort, an den du denkst? Curaçao. Curaçao. Nein, Curaçao. Also. In Südamerika, Curaçao. Wie wird es geschrieben? C-U. Ja gut, dass du es weißt. Ah, Curaçao. Curaçao. Das habe ich so an den Drink gedacht. Zwischendurch, ne? Gibt's ja auch in der Farbe, in Blau wahrscheinlich, ne? Ja, cool, willst du irgendeinen gut. Grund geben, warum ich es aufgeschrieben habe? Egal, ey, das ist doch nicht. Warte normal. Mal, das toppt gerade das mit dem Huhn. Ich weiß. Und wenn ihr wissen wollt, womit ich die Weltmeisterschaft gewonnen habe, dann werdet ihr das im nächsten Mal sehen. Bis dahin. Oh krass, Digga, ehrlich, heftig. Ey. Aber seid ihr gefoolt? Lasst es mich wissen. Ja. Heftig. Wollen wir die Folge einfach abbrechen, oder? Das geht nicht. Boah, wie, guck mal, Curaçao ist eine Insel, ne? Die ist irgendwie 80 Kilometer lang und 40 breit. In Südamerika, irgendwo, wo meine Mutter herkommt. Wie? Also ihr habt alle noch einen Trick dabei. Aha. Ein? Wir können die ganze Nacht durchspielen, wenn ihr wollt. Und alle haben super gemacht. Ich könnte keinen jetzt sagen, der war besser als der andere. Eben, und das ist das. Da hätte ich jetzt strategisch gesehen an ihrer Stelle, statt jetzt noch eine zweite Runde zu machen, hätte ich jetzt erst ein paar Fragen gestellt. Wie ist das denn Weltmeister? Jeder von euch behauptet, Weltmeister zu sein. Mit welcher Nummer wurdest du Weltmeister? In welchem Jahr? Wo war das? Wo war die Weltmeisterschaft? Was hast du bekommen dafür? So, wisst ihr? Da hätte ich jetzt schon angefangen, ein paar Fragen zu stellen, um mir ein bisschen besseres Bild zu machen. Aber ich glaube, die haben auch einfach an die Gestaltung des Videos gedacht. Und ja, komm, mach noch mal eine zweite Runde Zaubertricks, weil es kommt einfach besser fürs Video. Und er ist ja auch so. Ja, habt ihr einen Favorit? Favoriten? Boah, es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Aber am faszinierendsten fand ich immer noch das hier, muss ich echt sagen. Ich fand, jeder hatte so einen Schwerpunkt, der am meisten überzeugt hat. Alles war krass, aber hier die letzte Nummer fand ich am krassesten, weil ich einfach daran gedacht habe und du sagst, du weißt es, aber ich. Das Ding ist, alles kann man nicht. Ich weiß es nicht. Ich versuche es mir herzuleiten. Ich denke mir, das sind ja alles Tricks, das ist das Ding. Du versuchst dir alles herzuleiten, aber kannst du dir hier was vorstellen? Das ist halt das Ding. Deswegen sagst du, das hat mich am meisten fasziniert. Weil alles andere kann man vielleicht irgendwie noch echt fertigen, aber das. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt auf Nummer 1, auf den zweiten Trick. Ob wieder irgendwelche Würmer am Spiel sind. Ihr wollt noch was sehen? Gerne. Ihr habt gemerkt, ich zauber gerne mit Essen? Ja. Ich hab keinen Hunger, ich bin satt, ich hab keinen Hunger, alles gut. Ich kann nicht kochen, ist das Problem. Wer von euch kann am schlechtesten kochen? Boah, Digga, schnick, schnack, schnuck, Jungs. Am schlechtesten? Lass mal auf drei auf denjenigen zeigen. 1, 2, 3. Ey, kleinen Wichser, Digga. Du hast 2 bekommen. Ich geb dir das Handy. Bitte noch nicht reingucken, ja? Irgendwie einstecken drauf. Diese Niederlage in seinem Gesicht, dieses Gefühl von, ihr habt mich verraten, weißt du? Aufsetzen, wie du willst. Perfekt. Aber am Ende sind da Würmer drin. Na, Quatsch. Okay. Nie im Leben, würde ich nie machen. Sammy.
das nicht mehr rüber, das brauchen wir noch. So. Würde ich nie machen, sagt er. Mann, der hieß Ari Fiedler, keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt. Der hat so einen Lieferdienst betrieben für Essen, ne? Also ich bestell mir Essen, weil ich nicht kochen kann. So richtig fancy Sachen hier. Keine Ahnung, was das ist. Du siehst das, du wirst direkt 10 Jahre länger leben, ne? Tolle Sachen. Obwohl der nur ein einziges Gericht kochen konnte. Ja, das heißt, der hat einen Lieferdienst für Essen gehabt, konnte aber nur ein Gericht kochen. Hat nie jemand gemerkt, weil der hatte eine Speisekarte, ja, mit 50 verschiedenen Gerichten drauf. Die hat nie jemand bestellt. Die Leute haben immer nur das eine Gericht bestellt, das er tatsächlich konnte. Nicht, weil die das wussten, das wusste niemand, sondern weil irgendwas sie intuitiv dazu getrieben hat, genau diese, das ist jetzt über ihn, intuitiv das zu bestellen, was er wollte. Keiner weiß bis heute, wie der das gemacht hat. Sammy, Essen sah geil aus auf den Fotos, oder? Sah gut aus. Du darfst jetzt einen Stapel aussuchen, indem du den antippst mit deinem Finger. Du darfst so lange überlegen, wie du willst. Sobald dein Finger den Stapel berührt, ist endgültig. Kannst du nicht mehr ändern. Bitte. Stopp. Den da. Ja. Sammy, ich fasse den nicht an, ja? Mhm. Du hättest den hier nehmen können. Richtig. Wäre ein Auflauf gewesen, ne? Genau. Hättest den nehmen können, wäre auch Auflauf gewesen. Das hier hättest du nehmen können, wäre, keine Ahnung, Essen irgendwas mit Pilzen, ne? Genau, ja. Das hier, Guacamole. Er weiß nicht mal, was es ist. Weißt du, Essen mit Pilzen, so. Ja. Drehen wir den ganzen Stapel um. Lakritzschnecken. Cool, da kannst du mal den Umschlag aufmachen. Ich meine, der wird nochmal wichtig. Sag mal, was da drin ist. Aufmachen? Ja, ja. Eine Sache. Niemals, Digga. Nie im Leben. Hier hast du auch Würmer, aber in anderer Form. Oh mein Gott, Bruder. Allein das ist schon wieder so stark. Krass, dass sie jetzt nicht aufstehen und rumschreien und rumbrüllen, ne? Weil es ist auf dem gleichen Level wie, ich möchte Trüffel nicht essen. Ja, das wusste ich und deswegen habe ich Nein draufgeschrieben und Würmer reingepackt, weißt du? Wir nehmen den raus. Oh mein Gott, Junge. Hier liegt einfach Lakritze. Ja. Digga, hier wäre nichts anderes drin außer Lakritze. Digga, wie krass. Heftig. Vor allem hättest du jetzt das genommen, dann wäre es ein bisschen schwer, ne? Wäre anders gelaufen. Ja. Wäre nicht so. Pass auf, du darfst jetzt nochmal aus einem Stapel ein Foto aussuchen. Ja? Aus einem von denen, aber da? Genau, welchen Stapel sollen wir nehmen? Wir nehmen genau nur drauf den hier. Den da. Ich fasse den nicht an, okay? Mhm. Pass auf, dass ich den nicht berühre. Mhm. Sonst sag mal, ich würde irgendwas austauschen. Hier, die kommen weg. Die kommen weg. Die kommen weg. Hier, alle weg. Nimm den in die Hand. Ich fasse den nicht an. Dreh den um. So. Genau. Jetzt nicht die Fotos angucken. Mhm. Leg das oberste Foto hier hin. Das hier? Genau. Mhm. Quer. Das nächste da drunter. Das nächste da hin. Machst du richtig? Machst du richtig, genau. Okay. Boah, machst du aber nicht ordentlich. Das nächste hier? Nee, warte, das nächste hier hin. Da und da. Ja. Ja und ja. Genau, jetzt nimmst du deinen linken Zeigefinger, tippst ein Foto an. Mhm. Bleib drauf. Mhm. Ich fasse das nicht an. Mhm. Pass auf, dass ich das nicht berühre. Ich fasse nur die anderen an, die du jetzt aussortiert hast, okay? Mhm. Du hättest jedes von den Fotos nehmen können. Alle. Dreh um. Zeig. Pizza. Mit Pilzen. Sehr geil. Gibt Schlimmeres, oder? Ja, gibt Schlimmeres. Pizza mit Pilzen. Klingt jetzt komisch. Ich habe erzählt von dem Ari Fiedler, der konnte nur ein Gericht zubereiten. War Pizza mit Pilzen. Niemals. Ja doch, Ari! Oh mein Gott, Digga. Und warte. Oh mein Gott. Sammy. Ohne Würmer. Ihr denkt, wir haben eine ganze Großküche aufgebaut, ja, ne? Du hast noch den Zettel, fall einmal auf. Es gibt wirklich nur Pizza. Oh mein Gott, Bro. Mit Pilzen, Digga. Ey, Bruder, ehrlich, das ist wahrer Respekt, Digga. So nice ist das. Bruder, Respekt. Einfach nur Respekt, Digga. Wie krass. Heftig. Digga, ich bin baff. Die ist sogar warm, Bro. Bro, die Pizza ist warm. Ja, die haben die wirklich bestellt. Also, als ich ankam zum Dreh, war da gerade ein Lieferdienst und hat eine Pizza gebracht. Also, die ist wirklich, das ist eine wirklich bestellte Pizza. Es ist nur die eine und es sind keine anderen Gerichte irgendwie backstage aufgebaut gewesen oder so. Aber das haben die ja mit dem Zettel auch nochmal festgelegt. Und der Kollege, der jetzt spricht, der heißt wirklich Ari und er ist selbst die Jugendmeister der Zauberkunst, deutscher Jugendmeister und ist Jan Jurus, ich nenne es mal Schüler oder so. Also, die sind immer zusammen auf Tour und er ist immer mit dabei und lernt von ihm. Hi Ari, ist alles gut? Danke für die Pizza. Ist Jugendmeister der Zauberkunst hier, der Mann. Echt? Hey, Junge. Krass. Ey, die Pizza ist warm, Junge. Ich kann nicht mehr, Bruder. Die Pizza ist warm, Bro. Vor allem vorhin kam noch einer aus dem Team und meinte so, wollt ihr Pizza essen? Und jetzt kommt Pizza. Aber das ist nicht die Pizza, oder? Das war nicht abgesprochen gerade mit dem Team. Nein. Bruder, er ist mein Favorite. Er ist geisteskrank, das Digga. Das ist geisteskrank. Das ist echt geisteskrank. Jungs, ihr habt doch Hunger, ihr wollt doch Pizza essen. Ja, ich hau rein, Cousin. Bei Ihnen, ich weiß nicht, wegen Würmer. Ich sag ehrlich, Bruder. Sind da Würmer drin? Ich schwör. Oder? Ich meine, musst du sagen.
Das sind keine Würmer drin. Geil. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, oder? Lampe. Why? Na komm, für euch. Glaubt nicht, wie schweineteuer diese Lampen sind, ne? Okay, weiter geht's. Habt ihr vielleicht noch eine Frage oder so, bevor ich weitermache? Danke, Marc. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt. Wann fragt ihr denn jetzt mal ein bisschen was? Findet doch mal was raus. Bohrt mal. Wo kam der Würfel her? Da, wo die Zitrone herkommt. Pah. Hier, dein Kollege meinte, der Würfel ist fake. Das war nicht der mit der Zahn. Achso, nee, doch, der Würfel ist noch da. Nein, mit dem Würfel hat das überhaupt nichts zu tun. Ist ein echter Würfel. Ah. Hast du den da? Ja, also da. Ich denke an eine Zahl zwischen 4 und 8. Warum? Marc hat nicht gesagt, ich bin Mentalmagier. 6. 8. Okay, let's go. Okay, also ihr habt gerade viel Mentales gesehen, also die Kunst, Gedanken zu lesen. Wenn man Weltmeister ist, muss man eigentlich in allen Sparten gut aufgestellt sein. Also man muss eigentlich von jeder Sparte etwas beherrschen, damit man eben dem Titel würdig ist. Und die schwerste Kunst ist eigentlich das, was richtig nah bei euch passiert. Fingerfertigkeit und so, dass man es trotzdem nicht sieht. Und genau das zeige ich euch jetzt. Wie qualifiziert man sich denn für eine Weltmeisterschaft? Es gibt die Vorentscheidungen, die sind in Deutschland. Das ist wie so ein Qualifying in der Formel 1. Und das ist gerade vor ein paar Wochen erst gewesen in Kevela und Marc und Maitz haben dort beide in ihren Sparten gewonnen. Marc zum ersten Mal in Mentalmagie und Maitz in Manipulation. Die haben den Vorentscheid schon mal gewonnen, das heißt, sie dürfen nächstes Jahr zur deutschen Meisterschaft. Und wenn sie da in ihrer Sparte gewinnen, dann werden sie vom Magischen Zirkel übernächstes Jahr zur Weltmeisterschaft geschickt und dürfen dort dann um den Weltmeistertitel kämpfen. Ich würde es beiden auf jeden Fall gönnen. Und wenn es soweit ist, gibt es natürlich Reaction-Videos von mir. Oh Gott, ich bin dann 31 Jahre alt. Boah. Da wird ausgesiebt, da treten erstmal so 70 Leute gegeneinander an. Da kannst du dann Platz machen in der Sparte und dann kommst du zu den deutschen Meisterschaften. Das sind dann die großen bekannten deutschen Meisterschaften. Und wenn du da einen Platz machst von 1 bis 3, also auf dem Treppchen landest, dann darfst du antreten für dein Land. Ja, und das was hast du gemacht? Das habe ich gemacht 2018 in Korea, in Busan. Hast du da irgendwas gewonnen? Ja, den ersten Platz in der Sparte Pala Magic. Geld oder sowas? Achso, nee, du kriegst leider nur einen Pokal und Ruhm, Reichtum, Frauen, aber das reicht auch. Sponsoren und so? Nee, Sponsoren noch nicht. Also ich arbeite dran, aber nee, es ist wirklich, du kriegst diesen Pokal, das ist eine geile Zeremonie, das wird gefilmt fürs Fernsehen und so weiter. Du kriegst auf Social Media ganz guten Hype. Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, da hat Nahim hier gerade so eine richtig coole Idee. Ne, weil du damit so einen Mega-Pokal. Das hier wäre doch authentisch. Als Sponsor. Ja, das wären super Sponsor. Die besten Kartendecks überhaupt. Das wäre doch ein sehr, sehr authentisches. Wenn ich die Jungs mal kennen würde, ne? Ich würde die so gerne mal kennenlernen. Die beiden. Kamerakollege nur so, ne, ihr zwei. Ja, genau, Marc. Wenn wir uns nur mal kennen würden. Boah, die sind schon geil, die Karten, muss man schon. Ja, ist echt crazy. Ja, ich hab die auch die ganze Zeit in der Hand, so. Das fühlt sich einfach geil an. Ja, das sind mega Karten. Habe ich zaubern gelernt. Guck mal, siehst du? Oh, shit! Oh, shit! Jetzt haben wir diese Karten beigebracht. Der wahre Zauberer ist in der Jury, Bro. Dankeschön, dankeschön. Weltmeister in der Sparte Kartenkunst. Ey, du bist Weltmeister in der Sparte Kartenkunst. Ja? Yeah? Er sah gut aus. Dankeschön. Sieht sehr gut aus. Ich würde was zeigen mit gar nicht viel. Es ist wirklich nur sehr wenig. Guck mal da, seht ihr das? Koda ist schon wieder am Üben hier. Das ist die ganze Zeit nur so ganz sneaky, das passiert nur nebenher. Aber Koda war richtig krass am Ende des Tages. Wenig. Hier in diesem sehr männlichen Portemonnaie, wie ich finde. Könntest du einmal, Sammy, ich würde dir das Portemonnaie geben. Und Koda, rauchst du privat? Rauchen? Rauchen, also nutzt du Feuer irgendwie? Nee. Nee, okay. Aber du kannst bestimmt mit so einem Feuerzeug umgehen. Ich würde dir das einmal in die Hand geben, dass du es gerne einmal gleich anmachst, also gleich erst. Sammy, kannst du einmal den Inhalt der Geldbörse rausnehmen? Da ist so ein Stück Papier drin. Das ist ein dicke Longpaper. Genau. Ja, stimmt quasi. Ich würde mir eins davon ausleihen. Ja. Die Börse kannst du einfach auf den Tisch legen, wenn du. Andere, darf ich rauchen? Ja, klar. Papa. Tupp dich aus. Dann lass du einen Ellbucker bauen. ein was? Das war ein Spaß, alles gut. Okay. Auch da wieder. Clash of the Cultures. Darf ich es hinlegen? Nee, kannst du ruhig hin. Okay. Also, da passiert nichts mehr groß mit. Es geht nur darum, dass da das Papier drin ist. Koda, könntest du das Feuer mal anzünden? Ganz wichtig, Jungs, nicht blinzeln, okay? Du kannst deins ruhig behalten. Ah, das liebe ich. Ja? Okay. Oh! Okay, das liebe ich auch. Von wo kommt das? Das ist Geld, das sind so Taler aus den Staaten, das sind so echte Silberdollar, ihr könnt die gerne mal. Genau, Morgendollar heißen, die sind perfekt für Zauberei und hat man als Magier auch immer dabei, immer unter seinen Achselhöhlen. Oh! Habt euch ablecken lassen! So, gut aufpassen, Achtung, Nummer 1. Okay. Und Nummer 2, gut aufpassen, nicht, dass ihr es verpasst. Aber. Bam.
da ist die Magie bereits passiert. Oh ja, die sind wirklich wunderschöne Münzen. Mal anfassen, damit ihr seht, die sind nicht magnetisch, da, die kann man nicht reinbeißen oder so, es sind einfach Münzen, richtige echte Münzen, Münzen, ne? Ja. Sogar ein bisschen schwer, ja? Ja, genau, die sind echt schwer und das Schöne ist, die funkeln gut, also die geben gut das Licht wieder. Genau, könnt ihr gerne, ja, perfekt. Und ganz wichtig für den Trick, meine Ärmel sind hochgekrempelt und ich habe auch keine weitere Münze in den Händen, okay, dass ihr das seht. Ihr habt die Münzen gecheckt, okay. Seid ihr ready? Yes. Ich hoffe, ich auch. Okay, also, Ärmel sind hochgekrempelt, 3 Münzen, nicht blinzeln, von hier zu den Fingerspitzen. Nie im Leben, oh mein Gott, Digga, heftig. Deine Hand. Nie im Leben, Digga. Oh mein Gott, Digga, heftig. Das ist die erste Münze, die wandert. Das war perfekt. Das war perfekt, ehrlich. Sieht es aus wie echte Zauberei, ne? 2 noch hier. Ihr wisst jetzt genau, was kommt. Und ich ziehe mir immer die Ärmel hoch. Und das ist kein Trick, ist einfach nur, dass ich nicht möchte, dass ihr denkt, es hat damit zu tun. Bereit? Ja. Jetzt hört ihr es sogar. Digga, ey. Ich hab die ganze Zeit drauf gehabt. Dafür habe ich halt einfach gar keine Erklärung, ne? Ja, das ist schön. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Das ist ein Ritterschlag. Mach's nochmal, okay. Nahim, kannst du deine Hand einmal ausstrecken? Perfekt. Am besten die andere, damit ich die Uhr klauen kann. Dankeschön. 1, 2, 3. Ich will auch, dass du siehst, dass nichts weiteres in meinen Händen drin ist. Okay, ich mach die zu so einem kleinen Stapel zusammen, so einem kleinen Tower. Ja? Ich nehme gleich eine Münze weg, dann mach schnell die Hand gerne zu. Du bist schnell, du bist kräftig, ich sehe das. Nicht, dass es nachher heißt, wir würden unter einer Decke stecken und du würdest mir helfen oder so, okay? Also ich nehme wirklich eine weg und du machst einfach gerne die Hand möglichst schnell zu. Wow, okay, sehr gut. Das war schnell. Wie gesagt, Ärmel sind oben. Ich mach das so langsam, wie ich kann. So langsam, wie ich kann. Das hier ist die letzte Münze. Krass, ey, ich Digga. Hab genau drauf geachtet. Ich auch, Digga, heftig. Aber die ist nicht wirklich weg. Nein, wäre das nein, nicht krass? Nein, da ist sie nicht drin. Das wäre krank, oder? Nein, doch, die ist da drin, wenn du schon so fragst. Das kann nicht sein. Ich habe geguckt, dass da nur 2 Stück drin sind. Das wär krank, wenn das gehen würde. Schau mal nach. Ey, oh mein Gott, Digga. Baller krass. Und das Schöne an der Routine ist, du gehst clean raus. Alle Münzen können jetzt untersucht werden. Es ist nicht irgendwie eine Trickmünze oder sowas, sondern das sind wirklich authentische Morgendollar. Wenn er nicht Morgendollar-Replika benutzt. Aber ja. Heftig, Digga. Könnt ihr euch das erklären? Nein. Nee, das ist einfach Talent, ja? Was soll ich dir sagen? Dann würde ich sagen, dank dir für... Und verdammt viel harte Arbeit. Talent, ja, auf jeden Fall. Du brauchst für viele Dinge Talent. Aber ohne die harte Arbeit, ohne die 8 Stunden jeden Tag üben vom Spiegel mit Frau und Kind, ohne das, von nix kommt nix. Ne? Deine Performance, dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, oder? So, auch hier ist die Musik wieder ausgetauscht. Ihr seht, hier links steht eine fette Bluetooth-Box. Darüber hatte Miles seine Musik abgespielt, aber die hatten jetzt andere Musik drunter gelegt, wieder wegen Copyright. Und was Miles jetzt macht, ist eine meiner Lieblingsnummern von ihm, weil sie einfach so perfekt zu all dem passt, wofür Miles steht, aber auch irgendwo, wofür ich stehe. Und ich fühle mich sehr repräsentiert von diesem Zaubertrick. Und vielleicht frage ich den Miles mal nach ein paar Tipps, sodass ich irgendwie meine eigene Version von dieser Nummer machen könnte. Ich hätte wirklich Bock drauf, weil es, ihr seht gleich warum, aber es passt auch wunderbar zu mir. Das ist das Schöne, die haben das jetzt im Schnitt versucht nachzustellen. Es ist wirklich so, die Musik, die Miles benutzt, da wo die Musik einen Cut hat, da schließt er wirklich die Klappe und wenn er sie öffnet, geht die Musik weiter. Also es hat wirklich perfekt auf diese Musik eingeübt. Die haben schon alles getan, so gut es geht, dass es im Schnitt halbwegs so rüberkommt, wie es live war. Bisschen gestruggelt. Ja. Thank you.
ganz ehrlich, wisst ihr, woran man den absoluten Profi in Malz erkennt? Guck mal, Malz fügt die Blätter nicht einfach zusammen und hält sie nebeneinander oder legt sie übereinander. Achtet mal auf jeden einzelnen Finger, auf das hier. Achtet da mal drauf, guck mal. Das sind einfach diese klitzekleinen Kleinigkeiten, die alle einstudiert sind über Stunden und Stunden und Stunden vorm Spiegel. Wenn Malz bei mir zu Besuch ist, ja, für 2-3 Tage mal hier und dann pennt er auf der Couch. Morgens, ich mach die Kinder ready für die Schule, Kids gehen los. Ja, wo ist eigentlich Malz? Dann steht er draußen bei uns auf der Terrasse oder der Terrassentür und guckt sich selbst in der Spiegelung, hat Kopfhörer auf, hört Musik und übt. Selbst an Urlaubstagen, selbst an freien Tagen, wo wir einfach zusammen so ein bisschen chillen, Mario Kart spielen, bisschen Jam, bisschen neue Tricks entwickeln und so. Selbst an solchen Tagen steht er morgens auf, stellt sich vor den Spiegel und übt. Stunden über Stunden. Also Malz ist da ein Biest, was das angeht. Also hier ist keine Bewegung ist dem Zufall überlassen. Jede Bewegung, die Malz Körper gerade macht, macht er bewusst. Vielleicht kennt ihr das, ihr haltet ein Referat in der Schule oder so, ne? Man läuft auf und ab, man hat so dieses, man verlagert das Gewicht vom einen Fuß auf den anderen. So, das sind so ganz, oder hier, meine Gestik, was ich hier gerade mache mit meinen Händen, ja? Das sind alles ganz natürliche Bewegungen, die man so macht, unterbewusst. Und nicht eine einzige Zelle in seinem Körper macht gerade irgendwas unterbewusst. Das ist alles ganz gezielt und bewusst. Da habe ich mit Malz schon Stunden an Material für euch hier auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Mit dem Wissen achtet mal noch mehr drauf, ja? Krass, Digga. Sehr stark. Heftig. Wunderschön. Und mit welcher Eleganz er das einfach raushaut, ne? Heftig. Boah, Bruder, heftig, Digga. Even let me go. Okay, hier ist es wirklich tricky mit der Tonspur und die ganze Einleitung und so ist jetzt verloren gegangen, deswegen, ich gebe euch mal etwas Kontext. Das ist die Nummer, bei der Sven jetzt sagt, damit bin ich Weltmeister geworden, nämlich damals mit meiner Zauberer-A-Cappella-Gruppe, Abra-Cappella, die allererste Zauberer-A-Cappella-Chor-Gruppe, wo die gesungen haben und während sie mehrstimmig singen, ihre Illusion vorgeführt haben. Und da jetzt eine Joe Cocker-Nummer, wo Joe Cocker völlig besoffen auf die Bühne kam und auf der Bühne weiter gesoffen hat, während er am Singen war. Und deswegen singt er jetzt die Unchain My Heart von Joe Cocker, ich glaube, so heißt das Lied, hatte das Original instrumental laufen und das wäre natürlich sowas von gesperrt geworden, das YouTube-Video, sodass die jetzt hier, da habe ich mit Ahmed drüber gesprochen, die haben mit einer KI das Originalinstrumental rausgefiltert und ein anderes Instrumental, so ein Karaoke-Ding, drunter gelegt unter seinen Gesang. Das heißt, wir hören jetzt eine total verstückelte, verstümmelte Version leider. Anders wäre es halt leider copyright-technisch nicht möglich, aber so können wir wenigstens die Nummer sehen und das musste nicht die ganze Nummer rausgeschnitten werden, ja. Das jetzt als Kontext, deswegen klingt es vielleicht etwas seltsam. Abfahrt. I'm under your spell. Just like a man in a trance, baby. But you know that well. That I don't stand a chance. Baby, change my heart. Schade, dieses Instrumental passt halt gar nicht. Aber immerhin haben sie die Tonart im Videoschnitt korrekt ausgewählt und so halbwegs auch das Tempo. Aber es passt halt musikalisch gesehen gar nicht. Let me go my way. Es hat halt eigentlich so dieses Blues-Schema, ne? Tonika, 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 Subdominante, Subdominante, Tonika, Tonika, Dominante, Subdominante, Tonika, Tonika. So, eigentlich ist das Original, es ist ein Blues-Song, theoretisch, musikalisch gesehen. Und dieses Instrumental hier halt nicht. But you let my love go to waste. So I'm chained, my heart, baby. Set me free. That's a war. Yes.
And this just like a man in a trance, baby. But you know that way that I don't stand a chance. Oh, please take my heart. Let me go my way. Unchain my heart. You bury me, I beg. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, baby. Set me free. Schön, dass man auch durch die Kamera sieht, dass die Tassen wirklich leer sind nach dem Trinken und dann trotzdem noch mehr Whisky erscheint, ne? Ah, er spielt es auch einfach wundervoll. Was heißt spielt? Er besäuft sich halt wirklich für die Nummer. Also, ja. You don't care? Boy. So please, set me free. Thank you, fuck you, good night. Ah, schade. Der Vibe ist natürlich nicht mal 1% so cool wie wirklich mit dem echten Song. Aber gut, ich hoffe, so halbwegs kam trotzdem rüber, was hier gerade passiert ist, ja? Was? Also. Irgendwelche Fragen dazu? Geht's dir gut? Ja, mir geht's nur nicht gut, wenn ich's nicht tue. Also, wenn du viel arbeitest, musst du das jeden Tag machen, das ist brutal. Krass, Digga. Jetzt wisst ihr auch, was ich in der Weltmeisterschaft gemacht habe. Singen und Zaubern. Allerdings habe ich damals nicht alleine. Vier Mann dabei. Abracapella, ein A-Cappella-Chor. Logischerweise, man kommt auf Abracapella, ne? Ist klar. Hat es halt so noch nicht gegeben in der Zauberkunst und deshalb. Richtig stark. Digga, ich glaube. Richtig cooles Ding. Sehr cool. Ich bin selber tagtäglich am Verzweifeln daran, an diesem Gedanken. Ich möchte auf der Bühne auch Musik und Magie miteinander verbinden. So ein paar Ideen habe ich dafür, aber es wirklich so zu lösen, dass du eine ganze Nummer entwickelst, wo du dauerhaft bei singst und währenddessen Dinge passieren, das ist schon echt eine Meisterleistung, wirklich. Das Ding ist, ich habe nur drauf gewartet. Es ist leider nicht passiert. Ich hatte drauf gewartet, direkt als die Nummer jetzt vorbei war und er gefragt hat, noch irgendwelche Fragen, hat sich neben mir schon einer vom Team ready gemacht und einen Wischmob vorbereitet. Und ich habe nur so drauf gewartet, dass wie bei SpongeBob, weißt du? Die Nummer auf der Bühne findet statt, alle so, ja, Eislieb, Grillen zirpen. Und dann kommt so SpongeBob mit diesem Wischmob, weißt du? Macht sauber und alle so, Ich habe nur drauf gewartet, aber es ist leider nicht passiert. Du bist sogar so ein richtig teurer Zauberkünstler. Also ja. Wenn du den buchen willst, Digga, musst du richtig... Ja, meinst du, was der Whisky kostet? Der ist auch nicht gut. Der ist krass, Digga. Ehrlich, richtig, ey, auch gute geil. Stimme. Gute Stimme. Bruder, ich war drinne, gut, ey. Geile Gesangsstimme, Digga. Echt heftig, Respekt, Digga. Nochmal Liebe von mir, Digga. Ehrlich, Bruder. Merci. Bitte nicht. Bitte nicht aufhören. Alle sind sehr, sehr stark. Das ist das Ding. Deswegen würde ich ungern jetzt so einen rausvoten und dann den nächsten. Sonst was ist fast nicht möglich. Deswegen würde ich sagen, was Sinn macht, auf jeden Fall, dass wir noch mal ein paar Fragen stellen. So, auch das sinnvoll. Meine Kamera wieder so geist aufgegeben. Keine Ahnung warum. Aber ja, wir gucken mal weiter. Vielleicht können einzelne Leute noch mal kurz was zeigen oder so. Mhm. Und dann entscheiden wir uns für einen und sagen, okay, das ist der Weltmeister. Ja. Die waren alle krass, Bruder. Krass. Ja. Jetzt nur die Frage, wer ist der Krasseste? Das ist so das Ding. Also ich sag dir ehrlich, ich persönlich, am meisten geflasht haben mich die Tricks von unserem ersten Kandidaten. Mhm. Weil das waren auch, also waren alles neue Tricks, aber das war echt so nochmal was Außergewöhnliches. Das war der Wow-Effekt. Genau. So. Ja. Und es war auch sehr unterhaltsam, auch gerade hier mit der Pizza, ey Ari, komm mal rein und so. Das fand ich sehr, sehr, sehr cool. Er hatte den größten Wow-Effekt. Ja. 3 und 4, die hatten den größten Unterhaltungsfaktor. Und Nummer 2 hatte die beste Fingerfertigkeit. Ja. Es ist so schwer, über was wiegt man das ab? Verstehst du? Geht man jetzt auf den Wow-Faktor, sagt man, Digga, er hat uns so am meisten...
Geht man auf die Unterhaltung, man sagt, hey, guck mal, die Jungs haben uns am meisten unterhalten, oder geht man auf, man sagt, hey, guck mal, seine Tricks waren am fingerfertigsten. So. Mhm. Was machen wir nachher? Was würde die ganze Welt begeistern von den Tricks? Wenn man das dann so sieht und alle sind einfach... War denn die Tricks, die du gezeigt hast, hast du die auch bei der Zauberweltmeisterschaft performt? Nee, tatsächlich oder? Nicht. Das ist ganz spannend, weil ich normalerweise immer Bühnenshows mache. Alles, was ich heute gemacht habe, habe ich extra vorbereitet für heute. Habe ich noch nie gezeigt, werde ich nie wieder zeigen. Oha. War nur für euch. Das ist ja, das macht ja dafür einen Applaus erstmal. Dass ich... Wie krass ist das denn? Das heißt, du willst mir sagen, du hast es nur für uns hier heute performt und sonst nie wieder? Yes. Der arme Ari hat nur einmal einen Job bekommen, Digga. So, Kamera läuft wieder. Danke. Mit Ari tour ich die ganze Zeit. Der ist bei jeder meiner Shows dabei. Krass, Respekt. Geil. Respekt. Schwer. Bauchgefühl, Cousin. Bauchgefühl. Ich kann es dir wirklich diesmal echt nicht sagen, ne? Weil es könnte potenziell wirklich jeder sein. Ja, es ist natürlich eine schwierige Challenge. Die wissen ja nicht, worauf achtet eine Jury bei einer Zauberer-Weltmeisterschaft, ne? Das heißt, ist es die Fingerfertigkeit, die bewertet wird? Oder ist es die Performance, die Show-Einlage, der Entertainment-Faktor? Ist es das Skript und wie es damit harmoniert? Ist es die Methode? Das ist ja etwas, worüber die sich jetzt noch gar keine Gedanken machen. Was ist die komplexeste, schwierigste oder innovativste Methode hinter all dem? Hat hier gerade jemand nur eine Standard-Backpalm benutzt oder eine Münze standard-palmiert und ne, so? Oder waren hier gerade ganz innovative Methoden, damit dieser Trick funktioniert am Start? Das ist natürlich ein Faktor, an den die gar nicht denken gerade. Wie krass fooled ist auch Zauberer, ne? Wenn man so alles schon mal gesehen hat, alles kennt, wie krass ist man dann getäuscht von dem, was man hier gesehen hat? Also von allem, was heute lief, ich glaube, das Einzige, was jetzt mich als eingefleischten Zauberfan, bezeichnen wir mich mal so, das Einzige, was mich volles Rohr gefoolt hat, ist wirklich hier die erste Nummer von Jan Juro mit den Pralinen und so weiter. Da bin ich volles Rohr am Arsch. Keine Ahnung, wie das geht. Chop-Cup-Routine, Kartenmanipulation, Würfel und Gedanke mit der Kreidetafel vorhersagen und Gedanken lesen. Ah, warte mal, doch, die zweite Nummer von Jan Juro, da bin ich an 2-3 Stellen auch komplett am Arsch gewesen. Okay. Dann Marc mit den Münzen, okay. Miles mit dem Axel Hecklau Notenblatt, Sven mit den Bechern. Ich bin ehrlich, Jan Juro hat hier die heftigsten Zauberer-Fooler. Also wenn man selbst so gefühlt alles schon mal gesehen hat, dann foolt Jan Juro am meisten hier. Dass ihr das einmal gehört habt. So, also als Zauberer bin ich von Jan am gefooltesten. Welchen Trick hast du zum Gewinn der Weltmeisterschaft vorgeführt? Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Die Weltmeisterschaften der Zauberkunst sind eine ganz spezielle Veranstaltung. Da geht man nicht einfach hin und zeigt ein Kunststück, das man auch bei jedem x-beliebigen Auftritt zeigt. Das sind ganz spezielle Kunststücke, die sehr viel Vorbereitung und sehr viel Präparation benötigen. Dieses Kunststück oder diese Kunststücke hier zu zeigen, würden den Rahmen absolut sprengen. Deswegen, ihr werdet Teile aus meiner Wettbewerbsnummer, meiner Weltmeisterschaftsnummer sehen. Ihr könnt vielleicht vereinzelte Techniken sehen, die ich dort angewendet habe, aber die richtige Darbietung, da müsst ihr schon zur Weltmeisterschaft kommen, wenn ihr das sehen wollt. Das ist sehr geile Antwort. Ja, gut geantwortet. Sehr das coole war sehr, sehr authentisch sehr gerade von Also wir haben ja alle ein Soloprogramm, eine abendfüllende Show, und die den Weltmeistertrick von uns sehen wollen, kommen einfach live in die Show und sehen ihn da jeden Abend. So okay, sieht's aus. Okay. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann klickt ihr auf unsere Webseiten und dort findet ihr unsere Termine. Wir haben was vorbereitet, hier ist ein kleiner Banner. Noch eine Frage. In welcher Kategorie hast du die Weltmeisterschaft gewonnen? Was zählt das zur Sache? Nur eine Frage. Hier ist meine Antwort. Okay. Oh shit. Ja, und das ist auch was, das habe ich auch in dem Moment nicht verstanden. Ich habe auch mit Miles noch nicht drüber gesprochen. Miles, vielleicht schreibst du es mir in die Kommentare. Warum hast du nicht einfach gesagt Manipulation? So, ja, okay, ich verstehe es. Professorrolle und was tust zur Sache und so, cool, badass und so. Ja, verstehe ich alles. Aber in dem Moment hätte es strategisch, ist ja gar kein Problem gewesen, einfach zu sagen, Manipulation. Das, was ihr gerade gesehen habt, Karten aus der Luft zaubern und so, das ist Manipulation. Wäre ja kein Problem gewesen, oder? Okay. Das heißt, er ist schon mal raus. Ja, raus. Für mich auch. Wie gesagt, für mich auch. Ist schon mal raus. Das gibt ja keinen Grund, da jetzt nicht drauf zu antworten. Genau. So, ne? Würde ich auch sagen. Ich sehe da auch keinen Grund hinter. Darum würde ich auch sagen, dass erstmal für mich dann... Bei ihm können wir schon mal so ein X dran setzen. Machen. Richtig. Jetzt würde ich gerne mit ihm reden, Bruder. Was kostet ein Abend mit dir? Das war der lustigste Moment von dem ganzen Dreh, glaube ich. Fragst du jetzt für einen Abend oder eine Nacht? Einen Abend. So, sehr teuer. Ja, das ist eine schöne Frage, die ich aber hier tatsächlich öffentlich nicht beantworten werde. Okay, vor allen Dingen kann man das gar nicht sagen. Ja, noch eine Frage. Es kommt darauf an, was man macht. Ob ich abends nur kurz eine kleine Nummer mache. Deshalb noch mal.
Genau, richtig. Also ich krieg die Frage auch so oft, ey Mathe, wie viel kostet es, wenn man dich bucht? Oder kann man dich mieten? Bro, ich bin kein Auto. Aber ja, so eine Buchungsanfrage, das kann man nicht pauschal sagen. Man kann nicht sagen, Matti buchen oder Sven Heubes buchen kostet 2000 Euro. Das funktioniert so nicht, weil bist du nur da, um eine Nummer vorzuführen, haust ab, machst du eine 40 Minuten Bühnenshow für alle und haust ab, oder bist du 3 Stunden oder den ganzen Abend da, gehst von Tisch zu Tisch, verzauberst jeden einzelnen einmal hautnah. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied aus. Und ist das in Wien oder ist das in Hannover oder in Berlin? Wie ist die Anfahrt? Muss ich ein Hotel buchen? Blablabla. Auch da das spielt alles mit rein, ne? Und ist es eine Firmenveranstaltung oder eine Privatveranstaltung? So, das sind alles Faktoren, die da reinspielen und dafür verantwortlich sind, dass man es nicht pauschal sagen kann. Aber ich kann euch aus dem Nähkästchen plaudern, ein Profi-Magier für eine Buchung fängt je nachdem, also wenn man klein anfängt, fängt bei so 700, 800 Euro an bei den meisten. Also jetzt so für so eine Firmenfeier oder sowas, ne? Und wenn es dann wirklich so ein komplett abendfüllendes Ding ist, dann bist du da schnell mal bei 2, 3, mal bei manchen sogar 4000 Euro. Und bei den Super-Megastars, die wirklich richtig krass bekannt sind und dauernd im Fernsehen sind und so, wo wirklich dauernd krasses Interesse dran ist, die nehmen dann auch schon 10.000, 15.000 für so einen Abend, ne? Die Ehrlich Brothers, die kannst du nicht buchen. Die würden wahrscheinlich 100.000 oder 150.000 kosten oder so. Aber ja, das ist so eine grobe Orientierung. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ein totgeschwiegenes Thema ist für viele. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, darüber öffentlich zu sprechen. Warum auch nicht? Was kostet eine Zaubershow von dir? Eine Zaubershow von mir? Ich glaube, der hört nicht zu. Ja, ja. Ich koste auf jeden Fall Geld, weil für Steine und Buchsenknöpfe arbeite ich nicht. Schon länger nicht mehr. Und das wird immer mit dem Kunden besprochen. Also genau, richtig. Gute Dinge und gute Qualität haben ihren Preis, ne? Ich sag mal, wenn du jemanden buchst und der sagst, ich koste 200 Euro für den ganzen Abend, dann hast du ja alleine psychologisch schon nicht mehr so das Gefühl, okay, ich habe hier gerade den Besten der Besten gebucht, ne? Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also ich bin der Meinung, dir sollte man echt viel Geld geben. Ja. Weil du bist ein richtig Baba-Unterhaltungsprogramm, Digga. Ehrlich. Weil ich es brauchen könnte oder weil du meinst, ich hab's verdient? Du bist krass, ehrlich, du bist krass, Digga. Auch die Gesangseinlage, die hat mich echt abgeholt, Digga, wirklich, ja? Was heißt aber so schön, wenn du ein anderes Talent hast noch als Zaubern, dann bring es mit der Zauberkunst zusammen und du hast was Neues. Auf jeden Fall. Wichtig, wichtig, wichtig. Ein paar ältere Herren bei uns, glaube ich, auch im magischen Zirkel, die sind gar nicht der Meinung, aber wir finden das, glaube ich, alle schon sehr. Ich sage Entertainment 100%, aber nicht der Weltmeister. Ich finde ihn schon sehr krass. Also ich muss sagen, ich schwanke zwischen 4 und 1. Ja, ist bei mir auch so. Also ihn jetzt rauszuholen. Aber was sagen wir denn, können wir kurz der Nummer 2 das Mikro geben? Ja, ich hab's nicht so mit Namen. Aber ich würde von ihm gerne noch einen Trick sehen, Digga. Einen Trick noch? Mhm. Hast du denn noch was? Klar. Ich glaube, der hat 1000 Sachen. Okay, dann würde ich auch sagen. Dann ein Trick vom Marc. Also, wie Malz gerade schon erklärt hat, ist so die Weltmeisternummer da zu bieten, ist total schwierig, weil wir sehr viel Aufwand und so betreiben dafür. Aber oft ist ja, geht es nicht nur um den Trick, sondern wie ihr schon gesagt habt, auch um die Präsentation, wie man was gestaltet, ne? Und wir haben ja diese Abendshow, wo wir Tricks mit Musik inszenieren, mit Theatralik, mit irgendwie. Und daraus würde ich euch gerne was zeigen. Es ist kein, ich weiß, ihr habt viele Kartentricks hier gesehen. Es ist jetzt kein Kartentrick, wo nachher 3 brennende Tiger erscheinen, okay? Es ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 2 Jahre alt. Und die bringt zu Hause immer meine Karten durcheinander. Das ist wirklich so. Also wenn wir halt spielen und sie sieht meine Zauberrequisiten, dann nimmt sie die immer und spielt damit halt rum. Und es kann schon mal passieren, dass Karten dann verkehrt rum im Spiel liegen oder andere Karten im Spiel liegen. Passiert halt. Das Gleiche ist auch mit dem Kartenspiel passiert. Ich habe es einfach mal so gelassen, wie es war nach dem Spielen, okay? Und ich lege das hier zu dir auf den Tisch. Nicht, dass ich dran gehe, okay? Du hast einfach ein Auge drauf. Nicht, dass ich heimlich irgendwie in das Kartenspiel rangehe. Okay? Cool. Wir mimen das jetzt quasi mal nach, wie meine Tochter das gemacht haben könnte. Ist exakt dasselbe Spiel, ne? Alles verschiedene Karten, nur dass ihr es seht, ja, verschiedene Bildseiten. Sammy, vielleicht du. Du würdest kurz meine Tochter spielen, ja? Und du kannst die Karten mal durchmischen. Perfekt. Ja, das ist genauso, wie sie es macht. Ja. Genau. Großartig, großartig. Und Sammy, ich will gleich, dass du irgendeine Karte davon umdrehst, dass du gleich, also irgendeine Karte verkehrt im Spiel zurücklegst. Ich will aber nicht sehen, welche es ist. Also ich wende mich kurz ab. Du mischst die Karten einfach. An egal welcher Stelle? Ja, genau. Mann, was ist denn bei meiner Dreckskamera heute los? Junge, die ist jetzt 7-mal abgekackt. Na gut, weiter. Du nimmst einfach irgendeine Karte, machst das total wirr, drehst die in die Mitte um, steckst die verkehrt rum zurück. Ja. Hast du dich entschieden? Ja. Okay. Und nicht, dass es irgendwie heißt, du nimmst das Pik Ass oder Herz Dame oder so, weil das nehmen die meisten. Aber ich muss mir die merken, auch mit der Ding, ja? Achso, ja, du müsstest die merken, ja. Das wäre ganz gut, glaube ich, für das, für nachher. Ja. Okay. Okay.
Und ich will nur, dass du weißt, du kannst jede Karte nehmen. Es muss nicht eine bestimmte Karte sein, weil die meisten gehen mit Pik, Ass oder Herz, Dame, weil das die beliebtesten Karten sind. Ja, du kannst jede Karte nehmen. Ja. Okay, cool. Genau, du kannst die Karten gerne so auf den Tisch legen. Wenn wir die jetzt so auffächern, sehe ich die, also sicher nicht, welche Karte es genau ist. Ne? Ich will nur, dass alle sehen hier im Saal, dass es wirklich der Fall ist, dass hier eine Karte verkehrt rumliegt. Ja, so, Kamera, gib jetzt nicht auf, Bro. Auch nicht mehr berühren oder anfassen, denn nein, das Spiel lag die ganze Zeit bei dir. Mhm. Ich habe gesagt, meine Tochter ist manchmal so crazy und nimmt mal eine Karte raus und dreht die verkehrt rum und so weiter. Sag mir nicht, eine Karte ist genauso verkehrt rum und das ist meine Karte, die ich gewählt habe, die Kreuz 7. Das würde ja an echter Zauberei grenzen, oder? Oh, das ist ein sehr schwieriger Moment gewesen. Wir haben jetzt gesehen, Sammy hat den Pik-König. Und Sammy hat einen Verdacht, dass Mark vielleicht ja jetzt schon eine Idee haben könnte, dass es der Pik-König ist. Und deswegen, um ihn reinzulegen, sagt er, boah, meine Karte, die Kreuz 7, das wäre so krass. Und Mark ist jetzt in dem Moment natürlich ultra am Reinschwitzen. Weil, okay, liegt Sammy falsch oder stimmt das wirklich oder will er mich nur verarschen? Boah, das war, Sammy ist sonst die ganze Zeit richtig kooperativ gewesen, aber das war eine richtig gemeine Falle und Mark hat das natürlich meisterhaft gelöst. Und eine wunderschöne Variante von einfach einem absoluten Standardtrick, den man auch bei mir im Zaubershop kaufen kann, auf mattisupport.de. Ich will es jetzt gar nicht in genauen Kontext einordnen. Die Zauberer unter euch, die wissen, welcher Effekt das aus meinem Shop ist, aber ist theoretisch einfach ein Trick, den man einfach einkauft und performt, aber Mark hat hier sein eigenes Ding draus gemacht. Sowohl die Präsentation inhaltlich, als auch die Präsentation von den Abläufen, vom Handling her. So, also da könnt ihr euch eine Scheibe von abschneiden, ja? Ich sag jetzt nicht, klaut ihm seine Präsentation, erzählt was von eurer Tochter. Aber das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Variante davon. Du hast eine Karte umgedreht in deinem Kartenspiel. Hier liegt ebenfalls eine Karte verkehrt rum, zwischen all den anderen Karten. Ich kann daran nichts mehr ändern, das ist wirklich nur eine Karte hier im gesamten Kartenspiel. Nein, du hast einen Blick drauf. Die Karte, die du umgedreht hast, ist der Pik-König. Und die Karte, die meine kleine Tochter umgedreht hat. Nein. Nein, schau selbst nach. Nein. Heftig. Nein! Digga! Stark. Stark. Solche Reaktion bekommt ihr nämlich bei diesem Effekt. Es ist einfach nach wie vor ein absoluter Banger. Ich glaube, ich hatte das erste Mal gesehen damals bei David Blaine. Der hat das einfach im Street Magic Style performt. Hatte mich auch dazu inspiriert, genau den Trick damals, ich glaube, das war mein 50.000 Abo Special oder so. Da habe ich genau den Trick auch am Strand vorgeführt. Oh Gott, es war so peinlich, es war so schlecht. Aber wir fangen alle irgendwo an, Freunde. Ja, krass. Stark, Digga. Dank dir, richtig krass. Also sehr, sehr crazy. Wir müssen uns für einen festlegen jetzt so langsam. Und ich bin der Meinung, wir sollten auch schon, also was man erstmal festhalten muss, alle sind krass. Alle sind Profis, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier einer dabei ist, der nicht zaubert. Aber für mich persönlich war die Nummer 1 immer noch am besten, so was die Performance angeht. Und wir bewerten ja heute mehr nach Performance. Also Nahim legt sich fest auf Jan Juro. Ich fand die ersten Tricks, ja, das war was Innovatives, was Neues, habe ich noch nie gesehen, hat er auch gesagt, hat er extra für die Show vorbereitet. Ich fand es richtig nice, deswegen wäre ich tatsächlich für das Erste. Ja, ich schwank zwischen 1 und 2, weil das ist so eher, was ich mir vorstelle unter einer Meisterschaft, dass die so diese Tricks machen, die er macht. Und die er macht, die stelle ich mir eher so für eine Show vor. Aber ich muss auch ehrlich zugestehen, den größten Wow-Effekt hatte ich bei der 1. Ja, ne? Ja. Was hast du vor da? Immer noch 1 und 4. Die haben mich schon echt begeistert. Es ist schwer, Bruder. Was sagst du denn, wenn du jetzt nicht anhand der Performance bewerten müsstest, sondern wirklich nicht anhand der Performance, nach Bauchgefühl? Bauchgefühl wäre Nummer 2, weil ich mir das vorstelle bei einer Weltmeisterschaft. Okay, also Nahim ist bei Jan Juro, Sammy ist bei Mark Weide. Das, was diese Tricks, die er gemacht hat, die stelle ich mir bei einer Weltmeisterschaft vor. Auch diesen Kartentrick gerade? Ja, sowas. Nee, ja? So Kartentrick nicht, aber so das davor. So mit das und das verschwindet und diese Bühnending. Wenn die wüssten, was für Kartentricks. Ach Mann, Kamera! Die sagt halt, Akku ist leer, aber die hängt am Kabel. Ich versteh's nicht. Wie kann der Akku leer sein, wenn er geladen wird, Bro? Ich wollte nur sagen, wenn die wüssten, was für Kartentricks im Bereich Kartenmagie bei der Weltmeisterschaft vorgeführt werden, ne? Ich habe reagiert auf den Gewinner beispielsweise vom letzten Jahr in der Sparte Kartenmagie, Marcobi aus Frankreich, alter Schwede. Ja, das ist ein Kartentrick, aber Junge, was für ein Level, wirklich. Das ist halt einfach so professionell und clean war alles, genau. Perfekt. Ja, das war, stimmt, oh mein Gott, das hab ich voll vergessen. Hat er diese Bühnending gemacht, diese Bühnenweltmeisterschaft. Ja. Wie heißt es nochmal? Pala. Und das ist genau das, was er uns hier gezeigt hat. Ja, das stimmt. Was sagst du, Koda? Mein Bauchgefühl sagt 1. Das, guck mal, hast du gehört, was er gesagt hat? Ja.
Also vielleicht nehmen die uns auch komplett hoch, Digga. Ich weiß es nicht. Ich find's mal krass, wie er immer gegen seine Kollegen schießt. Ja, ja. Wir sagen gerade, yo, das könnte in der Zauberweltmeisterschaft stattfinden. Ach, der und ach, da sieht man ja keine Ahnung. Ich glaube, Miles hatte dann auch gleich erklärt, warum die jetzt gerade darüber gelacht hatten. Der ist viel zu schlecht dafür. Ich gehe nach der Performance. Ich sag, Unterhaltungsfaktor war Nummer 1. Ja. Schön entspannt Pizza gegessen. Mit eins. Für die Pizza so. Auf seinen Nacken, Cousin. Weißt du? Gut vorbereitet. Safe. Und das wollen wir auch belohnen am Ende safe, des Tages, safe, hundertprozentig, Digga. Also gehen wir mit Nummer 1. Das heißt, wir denken, dass die anderen nicht die Wahrheit sagen, sondern Nummer 1 der Zauberweltmeister ist. Und dann machen wir jetzt die Auflösung. Okay. Ich bin gespannt. Jetzt kommt natürlich Drama. Wer ist jetzt wirklich der Weltmeister? Wer lange meine Videos guckt, der weiß das natürlich die ganze Zeit schon. Und wer ist es? Krass. Scheiße. Digga, da war unsere Prediction gar nicht so schlecht, Alter. Ja, der macht das. Das ist heftig. Genau sein Ding gewesen. Heftig. Er hat uns gefickt. Er hat uns manipuliert. Boah, aber auch echt stark gemacht. Muss man wirklich mal sagen. Ach du Scheiße, aber man muss auch echt sagen, du hast es auch wirklich gut gemacht, ne? Also, hast du die Tricks jetzt wirklich hierfür extra vorbereitet oder war das? Tatsächlich, das stimmt. Ich habe es nicht ganz alleine gemacht, ich habe mir Hilfe geholt von Kollegen, wie jedes Mal, auch bei Wettbewerbsnummern. Aber ich bin nur Vize-Weltmeister in Mentalmagie. Ach, oh, krass. Aber ist auch aber was, Bruder, Vize-Weltmeister, Digga. So schlecht. Genau, das darf man, jetzt ist ja aufgelöst, jetzt kann ich es ja sagen. Also, Jan Juro ist zweiter Platz gewesen in der Sparte Mentalmagie, ich glaube auch 2018 in Korea. Genau die Weltmeisterschaft, bei der Marc gewonnen hatte 2018, nur in einer anderen Sparte, ne? Also, Marc ist nicht gegen Jan angetreten, die waren in verschiedenen Sparten. Miles ist noch gar nicht bei der FISM gewesen, aber toi toi toi, beim nächsten Mal, Miles, du holst den Weltmeistertitel, ich bin mir ganz sicher. Und bei Sven weiß ich gar nicht, ob er bei der FISM schon war. Also, er hat auf jeden Fall den deutschen Meister geholt, Abra Capella mit der Acapella. Nummer. Das Coole ist nämlich, die sind, glaube ich, nach langer Zeit die Ersten gewesen, die im Bereich Comedy gewonnen haben und waren auch lange Zeit ungeschlagen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt bis heute ist, das habe ich gerade nicht auswendig drin, aber viele Jahre waren sie die einzigen deutschen Meister in der Sparte Comedy und wurden deswegen bei der nächsten und bei der übernächsten nicht abgelöst. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwie so war das. Stark! Oder sogar knapp, Vize-Weltmeister, oder? Richtig knapp. Vor allem, was man auch sagen muss, das kann man auch echt mal belohnen, dass er extra ehrlich, hierfür Bruder. Was vorbereitet hat. Safe, so, ne? Safe, das ist schon, safe. Props, schon richtig, richtig stark. Verdienter Sieg. Ehrlich, so. Ja. Und können wir zu ihm kurz gehen? Was machst du sonst so? Es hat eigentlich alles gestimmt. Seit 20 Jahren hauptberuflich professioneller Zauberer. Ich glaube, Miles hat doch gar nicht gesagt, ich bin Weltmeister, ne? Er hat das nicht einmal, er hat nicht einmal gelogen. Also von daher, Miles ist fein raus. Ich trete hauptsächlich in Zirkus und Varietés auf. Ich habe auch schon sehr viele Preise gewonnen, worunter auch sehr viele Goldmedaillen und Pokale sind. Also, deutscher Meister jetzt im Vorentscheid. Ich glaube, er ist österreichischer Meister. In der Schweiz hat er, glaube ich, auch irgendwas gewonnen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Für einen Weltmeistertitel hat es auch nicht gereicht, weil ich meist in Varietés und Zirkus in derselben Zeit gebucht bin. Respekt. Aber das möchte ich vielleicht eines Tages noch ändern. Ja, so. Alle drei Jahre gibt es, wie der Marc vorhin so schön erklärt hat, Qualifikationen zur deutschen Meisterschaft. Da waren wir auch mit am Start, haben ordentlich abgeräumt und das bedeutet, dass wir dann zu den Endausscheidungen, den deutschen Meisterschaften gehen dürfen. Die sind nächstes Jahr. Ja. Und im Jahr darauf, dann die Weltmeisterschaften. Das heißt, es hat immer so einen Drei-Jahres-Zyklus, deutscher Meister in Manipulation.
den Titel hole ich mir. Sehr stark, ja. Toi, 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 Miles. Das wäre übrigens auch die Antwort, als ihr gefragt habt, was ich in welcher Sparte ich gewonnen habe. Es wäre Manipulation. Du bist Alkoholiker. Was bin ich? Alkoholiker. Alkoholiker, ja. Und du hast aber eine Guillotine in deinem Zimmer, 100%. Wenn man seine Sucht zum Beruf machen kann und mit Geld verdienen kann, ist ja auch was Schönes. Ja, ich bin ja auch schon tatsächlich länger dabei. Das stimmt insofern, dass ich schon 31 Jahre das hauptberuflich mache und natürlich auch schon den einen oder anderen Preis gewonnen habe und unter anderem Deutscher Meister der Zauberkunst bin. Zur Weltmeisternummer hat es noch nicht gereicht, aber okay. Was will man denn? Man weiß doch, entweder schmückt man sich mit Weltmeistertiteln oder man verdient Geld. Wow. Der hört nicht auf mit dem Schießen, ne? Der hört nicht auf damit. Nein, aber wirklich großartige Kollegen und was ein großer Spaß, dass wir festgestellt haben, wer alles hier ist, dass wir vier uns heute treffen, die wir uns gerade letzte Woche noch bei den Vorentscheidungen zu den deutschen Meisterschaften gesehen haben, das war schon sehr lustig. Und du bist der Weltmeister. Hi. Ja, ich habe gewonnen damals in Korea. Ich habe den ersten Platz in der Sparte Bühnenmagie, Salonmagie belegt. Man sagt wirklich Pala, es klingt extrem blöd, aber ist halt die Bezeichnung. Und da habe ich in Korea mich gegen alle Konkurrenten in dem Bereich durchgesetzt und habe halt gewonnen. Mit einer Nummer, die ich hier halt leider nicht zeigen kann, weil sie sehr... Ja, das wäre impossible gewesen für den Anlass. Aber Marc hat ein Video auf seinem YouTube-Kanal. Da stellt er seine ganze Nummer, mit der er Weltmeister geworden ist, die stellt er davor. Komplett und zeigt sie euch komplett. Das Video könnt ihr euch anschauen. Ansonsten, ich blende das jetzt ein, während er erklärt die Nummer. Und ich blende euch einfach mal im Schnitt ein, was passiert. Komplex ist in der Gestaltung, aber sie ist online auf meinen Kanälen. Es geht im Grunde darum, in dem Trick passiert, dass sich mein T-Shirt färbt, verwandelt. Da erscheint eine Spielkarte drauf. Ist die Karte des Zuschauers, dann reiße ich eine Ecke ab von der Spielkarte, dann reißt auf meinem T-Shirt auch eine Ecke ab und dann zünde ich die Karte an und dann fängt mein T-Shirt an zu rauchen und zu dampfen und zum Schluss ist halt beides wieder ganz, also Karte ganz, Shirt ganz und auf einmal verschwindet mein Schuh noch und mein Schuh erscheint auf dem Jurypodest und halt so ein... Hättest du das heute hier gemacht? Dann hätten wir dich gefehlt. Ja, ist eine sehr krasse Nummer. Aber das gilt für alle vier. Hätten alle vier die Nummer hier vorgeführt, die sie dann auch wirklich bei der Weltmeisterschaft vorgeführt hätten, das wäre nochmal ein ganz anderes Level gewesen. Das ist halt sehr, sehr... Also der Trick dauert 10 Minuten und da wäre die Folge schon halb voll gewesen. Und deswegen haben wir halt alle unsere, naja, Worker-Tricks so genommen, die wir halt sonst zeigen, wenn wir irgendwo auftreten. Okay, krass. Cool, krass. Ja. Aber müssen wir auch mal machen, sowas hey, extrem Besonderes. 100%. Ich will genau so Tricks sehen, Bruder. Ja. Einer springt mit Fallschirm hier runter und so. Das wäre geisterhaft. Aber ihr habt, also das muss ich euch echt mal zugute sprechen, ihr habt ganz gut analysiert so zwischendurch. Also ihr meintet ja sehr geschickt, sehr entertainmentlastig, ne, sehr kreativ. Und das sind auch so Sparten, die man einnimmt. Ne? Also wir versuchen natürlich alle, das irgendwie recht kreativ, bunt zu gestalten. Aber jeder ist halt spezialisiert in irgendwas. Ne? So wie die beiden Jungs halt hier sehr gut im Gedankenlesen und dem mentalen Zeug sind, bin ich immer so der nette Schwiegersohn von nebenan, der das so locker aus der Hüfte irgendwie macht, ne? Mit sehr visuellen Tricks, wo Sachen verschwinden und so. Meins ist halt ein Meister der Manipulation, Karten und Bällen. Also so hat halt jeder unseren Bereich. Was ich auch sehr amüsant fand. Genau, jetzt erklärt er das, warum, als sie meinten, boah, das, was Marc gemacht hat, ja, das sieht nach einer Weltmeisternummer aus. Ich glaube, jetzt erklärt er das. Wie du, glaube ich, gesagt hast, ah ja, Weltmeister der Bühnenmagie, das merkt man, weil er gerade Tischzauberei gezeigt hat. Ist es nicht so? Genau, das war halt der Lacher. Also Marc hat halt Close-Up-Tricks gemacht, die auf der Bühne nicht funktionieren. Ja, hier die mit der Münze und dann das Invisible-Deck. So wie er es vorgeführt hat, sind das halt Close-Up-Effekte, ne? Und keine, die du auf der Bühne machst. Dass Sammy dann sagt, ja, er hat in der Sparte Bühnenmagie gewonnen, Parlor Magic, Salon Magie, weil die Tricks, die sind perfekt dafür. Und dabei waren es halt Close-Up-Tricks. So, das ist halt so als Magier ist das lustig, so dass jemand, der nicht Magier ist, so dermaßen keine Ahnung hat. So, was ja auch völlig okay ist. Ist ja auch gut so. Das war einfach der Witz hier. Das fanden wir auf jeden Fall sehr amüsant für uns, aber... Also das, was du gerade gesehen hast mit dem Würfelbecher zum Beispiel, das wäre ein Trick, der ganz gut spielt für 300 Leute auf einer Bühne, ne, weil man damit mit seinem ganzen Körper arbeitet und der Stift ist weg und der Stift ist auch immer wieder da und die Zitrone und Kartoffel. In der Bühnenshow mache ich so, dass in der Zitrone noch ein Geldschein ist vom Zuschauer, die ich aufschneide und dann ist da ein Geldschein drin. Aber es dauert wieder alles zu lange, deswegen habe ich es versucht runterzukürzen. Aber man kann das alles sehen auf der Bühne und auf unseren Socials. Ne? Ja. Aber das ist Bühnenmagie quasi, wenn man die Bühne füllt, wenn man sie mit der Präsenz einnimmt. Ja, das habe ich doch gesagt. Also unter Bühnenmagie würde man tatsächlich vielleicht eher sogar noch das, was unsere beiden Gedankenleser gemacht haben, einstufen oder sogar tatsächlich
die beiden Sachen, die ich gezeigt habe, also mit diesem Notenblatt und Kartenmanipulation, das ist tatsächlich eher das, was auch auf der Bühne ihr Zuhause findet und nicht direkt am Tisch. Das, was ihr quasi direkt am Tisch genossen habt, nennt man Tischmagie. Aber ja, woher soll man es wissen? Es zählt quasi der Eindruck, ne? Aber es war eben auch sehr interessant für uns zu sehen, wie ihr dann sagt, er, der eigentlich der Scherzbold von uns ist, die höchste Fingerfertigkeit hat. Das war für uns auf jeden Fall sehr amüsant. Danke dafür. Krass. Also du bist eigentlich so... Nee, ich bin auf der Bühne mache ich sehr viel Comedy-Zauberei, aber halt inszeniert auf der Bühne, weißt du, das ist halt hier schwierig, ne, also jetzt hier groß Comedy zu machen. Deswegen dachte ich mir, um euch wegzuflashen, mache ich einfach Fingerfertigkeit, weil als Weltmeister kann man halt alles. Genau. Ja, da hat jetzt aber nach all den Schüssen, die Marc hier bekommen hat, als der Weltmeister, ja, da muss man sich natürlich noch mehr Shots gefallen lassen, weil die anderen nicht da sind, wo man selber schon war. Aber da hat er jetzt hier perfekt in einem Schuss alles zurückgefeuert, weißt du? Es war so Black Panther. Er hat so die ganzen Schüsse absorbiert und dann Peng! Vor allem, wir können ja auch nur das bewerten, was wir hier gesehen haben. Ja. Deswegen, da hast du recht, hast du gut gesagt. Ja, oder? Münzen, also das, was ihr mit den Münzen gesehen habt, das ist wirklich, wirklich schwer. Also gibt ganz viele, die halt nicht mit Münzen arbeiten, weil das halt pure Geschicklichkeit ist. Da kann man auch nicht groß man helfen. Man hört das mit. Ja auch, das Klimpern. Und die sind dick groß, ja, die sind richtig groß. Ja, die sind echt groß, ja. Mhm. Ja. Habt ihr alle echt stark gemacht, danke für die Show. Es hat, hat wirklich Spaß gemacht. Wenn ihr was erwähnen wollt oder so oder irgendwie Werbung machen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Auf jeden Fall Instagram jan_juro. Und wenn ihr live sehen wollt, was in der Show passiert, kommt. Wir sind jetzt nächstes Jahr in Berlin, Stuttgart, Köln, Leipzig, Dresden. Kommt vorbei, live. Jan-Juro-Show habe ich mir auch schon live angeguckt. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist nochmal was ganz anderes. Ja. Ja, mein Name ist Marc Weide und ihr könnt mich sehen mit dem Programm Augenweide. Das neue Programm habe ich noch nicht gesehen live. Ich hatte sein letztes Programm, Kann man davon leben? Das hatte ich aus der ersten Reihe einmal schauen dürfen. Aber das neue Programm noch nicht. Versteht ihr? Ja, okay. Und das ist auch deutschlandweit auf Tour. Einfach Instagram auschecken oder Webseite. Wir sehen uns. Wenn ihr etwas über mich erfahren wollt, dann googelt einfach Professor of Magic. Ich spiele diesen Monat an Halloween meine abendfüllende Solo-Show. Gut, das ist jetzt vorbei, weil das Video später erst online ging. Aber ja, auch Miles Live-Show lohnt sich auf jeden Fall. Da habe ich die meisten Elemente von auch schon in irgendeiner Form live bei allen möglichen Auftritten gesehen. Bei Miles bin ich schon öfter gewesen im Publikum. Lohnt sich auf jeden Fall. Auch Miles ist live einfach ein Genie, wirklich. Show in Leipzig. Falls ihr dabei sein wollt, dann checkt doch einfach meine Social-Media-Kanäle ab. Ich bin hauptsächlich auf Instagram und YouTube aktiv. Aber alle Termine findet ihr auf meiner Webseite professorofmagic.de. Ja, mein Name ist Sven, wie in Sicherheitsventil, ganz einfach zu merken. Sven F. Heu. Der ist so dumm. Du bist wie das Heu und der Besserwisser. Und während die Jungs jetzt arbeiten gehen und ihr habt meine Darbietung eben gesehen, werde ich mich heute Abend im Hotelzimmer in die Minibar setzen, da kenne ich jeden mit dem Vornamen. In die Minibar setzen, ihr wisst, was die Minibar im Hotel ist? Ja. Dankt euch allen, dankt euch Jungs. Richtig geile Show, hat echt Spaß gemacht, diese Praxisfolgen und so, das macht wirklich Spaß. Ich liebe so Shows, Digga, ich geil, liebe, ne? Das sind die besten Folgen, Bruder, wo man wirklich was sieht, was erleben kann, Digga, ist heftig. Geile yes. Erfahrung und ja, Liebe auch an die Kandidaten. Genau, hat Spaß checkt gemacht. Die unbedingt aus, checkt die Jungs aus, checkt Somium Cards aus, ganz, ganz wichtig. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute, bis dahin, stay tuned, Digga. Und dann nach dem Dreh wurde Pizza gegessen. Welch Ironie nach allem, was wir heute so gesehen haben. Ich hoffe, meine Reaction hat euch an der Stelle auch gefallen. Ich habe jetzt 2,5 Stunden aufgenommen, was ich irgendwie runterkürzen muss. Aber eins meiner letzten YouTube-Videos wurden von YouTube geshadowbanned, weil ich häufig über das Thema, ihr wisst schon, gesprochen habe. So, das könnt ihr euch da anschauen. Kamera ist tot, egal. Viele von euch haben es nicht angezeigt bekommen von YouTube auf der Startseite, in der Abo-Box und so weiter. Deswegen jetzt eure Gelegenheit, einfach draufklicken, gerne anschauen. Es geht um Darren Brown, der Hypnose nutzt und andere Suggestionen, um Leute dazu zu manipulieren, anderen Menschen. Genau, ne? Ja, ihr wisst schon. Klickt mal drauf.